Wobei, dies und jenes und das und das. Was ist, soll ich ein paar Zombies anlocken? Schauen, wer als erstes stirbt. Weitere Informationen, ja, aber die will ich jetzt nicht mehr. Fertig. Website-Einstellungen. Herbst. Das geht mir gerade arg am Arsch. Was glaub ich da? Ja, ich kann im Chat nicht die ganze Zeit lesen, weil. So. Ja, keine Ahnung. Aber der Livestream läuft auf jeden Fall. Achso, das steht immer ganz unten, okay. Top-Chat mache ich jetzt. Ja, okay, so. Ja, ich lasse das aber schon. Ja, jetzt könnte ich weiterlaufen. Perfekt, warte, ich muss noch das Handy fixieren, dass ich ungefähr sehe, wer was und wann. Bezüglich dem Chat. Ja, warte, ich kann noch was geben. Nein, die Mose suche ich nicht. Außer das Hunger auf eine Mose. Oder so. Warte, wo bist du? Da. Was ist? Brandon, du hast Adrenalin. Ich hab nur weg, Alter. Nein! Ich kann gerade nichts öffnen. Ich brauche jetzt nichts zu messen, sondern für später. Jetzt. Ja, ich brauche auch wieder später essen, aber. Restart in 60 Minuten, also wir haben eine Stunde Zeit für einen Server Restart. Besser? Hallo, ich hab mir was geschrieben. Ja, der flankt. Gamer. Weiß irgendjemand, wo wir ungefähr sind? Weil da unten ist so eine Ortschaft. Ja, wir müssen jetzt hier weiter. Okay. Da vorne ist schon dieser Ballon. Warte, zu sehr kein Rind nicht. Ist es der Ballon von der Militärbasis oder von Stereo? Ja. Serkan? Ja. Kommst du? Ich bin da, ich laufe. Nein. Hä? Nein, der Hüttel steht gerade. Achso, ja, warte. Erwartet. Gehen wir nochmal. Ja, wir sollten hier nochmal gehen. Jetzt auf jeden Fall Feuer bereiten und alle bisschen aufteilen. Jetzt gehen wir nicht mehr so beieinander. Ja, pass, ich geh da. Ich bin ein bisschen weiter rechts. Oh oh. Ich komme so gleich. Wieso? Weil mein Apfel da jetzt schon ganz gefüllt ist, komplett, und die ganze Pfeile komplett noch nach oben zeigen. Ja, das ist sehr gut. Das Essen bleibt dabei oben kotzen, bist jetzt nicht, weil du verbrennst die ganzen Kalorien. Sozusagen. Nicht vorlaufen, wir bleiben jetzt alle sozusagen in einem großen Kreis. Sozusagen, ja. Moment. Er läuft hier hinter mir, er läuft ganz rechts. Er läuft nicht so. Warte, Brandon, ich bin immer ein Stück links hinter dir. Also, wenn mich jetzt jemand abknallen würde, ja? Ja, man kann mitzocken, einfach nur per Facebook anschreiben. Anders sind wir nämlich noch eigentlich nicht erreichbar. Also du gehst einfach über Facebook rein, wo es gepostet wurde auf dem Post, und fragst einfach an und dann kriegst du ein Nickname und wir laden dich dann ein zur Party und so weiter. Wenn du natürlich auch damit einverstanden bist, dass du dann im Livestream mit dabei bist. Fangen wir Schießereien mit den Zombies. Oh, sind die wenige. Nein.
Ja, da Militärbase, aber in der Stadt nicht. In der Stadt ja, aber die kommen ja nicht drauf. Da. Warte kurz, bleib kurz stehen. Herr Tütel. Warte. Dann hätten wir wenigstens einmal was aufgegeben. Also es würde jemand mitspielen, Jungs. Ja? Soll er mal eine Anleitung schicken? Ja, er kommt, also er ist aber nicht über, er ist jetzt nicht von Facebook, von der, von dem Post. Ja, halt bange, dass der, wo der jetzt mitspielt, uns das dann irgendwie ein bisschen vermasselt, indem er uns irgendwelches Loot klaut oder sowas. Also sie wären zu zweit, sagt er. Ja, so viel Platz haben wir nicht mehr in der Party. Oder? Wo seid sie? Unten. Auf Facebook halt sich genauso, also ich kann es kurz zeigen. Na, ha. Ich kann nicht zeigen, wie ich heiße. Also, warte, oder? Übertreib's nicht. Doch. Da ist noch eine SK. So. Taktischer Helm. Wenn ich mich finden würde, dann kann ich jetzt. Dann schickst du mir einfach mal eine Freundschaftsanfrage und ja. Schickst du einfach eine Freundschaftsanfrage und ich lade dich mal zur Party ein und dann. Gucken wir mal. Ich lasse noch kurz, dass du es lesen kannst, abfotografieren. Wie auch immer. Dann können wir gerne zusammen spielen. Wer hat geschossen? Ich nicht. Ich komme nicht raus aus dem Zelt, da ist ein Spieler im Zelt. Hey. Seid ihr schon unten, ne? Ja. Da ist ein Spieler. Das sind Zombies. Da ist ein Spieler mit einem Sniper. Ich renn raus. Alle! Leute, ich. Da sind ein paar Spieler. Wie viele? 2, 3. Hinten, da kommt was. Bei mir packt's. Leicht. Ja, ich hab dich gerade. Du bist sofort eingeladen. Einen Moment. Warte, ich räum den Spieler da kurz aus. Ich sehe nicht. Wo sind die? Er ist schon tot. Rechts ist ein Zombie. Da vorne ja, du sagst, es sind mehrere. Du hast gesagt, es sind mehrere, oder? Ja, ich hab zwei gesehen. Und der eine liegt da gerade mit der Mose in am Boden. Leute, wo seid ihr? Bist du in einem Zelt drinnen? Was ist Brandon? Geschossen hat, oder? Ja. Weil ich bin in den Busch hochgerannt, wo wir vorher waren. Okay, ja, ich stehe unten gerade bei der Mauer. Hilfe. Bei welcher Mauer? Bei diesen kleinen Mauern und jedem von Zombies. Scheiße. Renn weg! Ich hab keine Muni mehr. Wer rennt jetzt den Berg hoch? Das bin ich, Markus. Okay, Glück. Das ist Brandon, der den Berg hoch rennt. Leute, sind das Zombie oder? Ja. Jo. Ja, schießt jetzt. Wer hat jetzt gerade mit dem roten Rucksack geschossen? Seid ihr das? Das bin ich. Okay, Alter, ich komm runter. Ein Stückchen. Ich bin in dem Busch da oben drin. Ja, wir müssen jetzt so oder so rein. Wenn jetzt ein zweiter Spieler ist, dann holen wir ihn. Ich hab keine Muni mehr. Kein Ding. Warte, ich nehm die SG 5K in die Hand, weil da hab ich ein... Leute, wie kann man eigentlich durch ein Fernrohr ziehen? R3 drücken. Sind wir bereit? Sind wir jetzt alle beisammen? Wo seid ihr? Ich bin da gerade draußen, ich gehe gerade in den Zelt ran. Da, ich bin bei Markus. Ich komme jetzt auch rein. Ich stehe im Container, da liegt eine SK. Seid ihr da unten wieder in der Militärbasis? Jo. Ich hab ne Mosin. Taktische Unterjacke. IJ. Wer braucht ne IJ 70? Das bin ich.
Pilotenhelm, will wenn Pilotenhelm, IR-70, nein, ich brauch sie nicht, gibt's in Serkan. Leute, wir müssen mal ein bisschen näher zusammenbleiben. Ja, ich renn grad nur die Container durch. Dschungelstiefel. Angerhut. Ihr habt den Spieler weggeschossen, oder? Mhm. Ein Halfter. Jetzt ist die Frage, kann ich Halfter tragen? Da ist eine IO-70. Kannst du wissen. Da ist eine IO-70. Alter, das ist... Boah, ich hab sie vorhin noch nicht. Faltbarer, Feldjacke. Ich such grad irgendwie nach Munition. Ah, ich brauch Muni. Wer braucht's nicht? Achtung, ich geh in Hochstand hoch. Aber ganz schnell. Ich hab ne Sniper auf jeden Fall. Ich hab ne Moses 9130. Schöne Patrouillenhose, nehme ich mal mit, Alter. Hab ich auch schon. Ach nee, jetzt hab ich irgendwas genommen, was ich nicht wollte. Aber das sieht mau aus hier. USMC-Hose hab ich. So, ich steh kurz in den Container drinnen, ich lade es kurz die mal ein. Quentin, ich droppe dir was. Ja, ich stehe im Container drin, chill kurz. Oder warte, Bansen, komm her. Also du hast das auch schon. Nein, Hüttel. Nein. Serkan, komm her. Mal kurz, ne? Da. Achso, das ist Brandon. Da, komm her, ich droppe dir was. Patrouillenhose brauche ich nicht. Hat jemand Muni? Da. Da eine Sturmweste. So, sind wir da drin. Hat jemand 62 mal 54 MMR Munition? MMR habe ich aber nicht viel. Du brauchst für die Mosin, gell? Ja. Deus. Ich schau mal. 18 Schuss von der MMR habe ich noch. Ja, bitte. Ja, warte, ich kann. Du würdest eine Einladung bekommen. Ich glaube, ich kann auf dem Partyplatz. Ich brauche nämlich Muni für die Mosin. Jo, da. Ah, da. Ja. Wir sind jetzt. Kann ich dir gleich genau sagen? Also was mich kurz Standardfragen, seid ihr relativ gut oder? Ja, also kein Abhänger. Also hast du Erfahrung? Ja, auf jeden Fall. Okay, passt. So. Das ist gut. Also ich hab mein Hauptaccount bin ich bei der TC Basis. Okay. Ja, na. Ich hab mein Servergame waren da immer voll Gegner. Ja. Ich war aktiv auf dem PC. Lange Zeit. Also manche Sachen mache ich auch noch nicht, aber so das Nötigste weiß ich auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt? Warte mal auf die Karte. Also ihr seid jetzt zu zweit, oder wie? Also der Kollege von mir muss noch kommen. Okay. Also jetzt sind wir gerade in Starry Sober auf der kleinen Militärbase. Laufen aber jetzt weiter Richtung Zelenorsk. Wie heißt die nochmal? Kannst du umschreiben, die wo ich gerade seid? Starry Sobor. Hast du auch die Karte auf dem Handy? Ja. Starry Sobor, okay. Jo. Hat jemand noch SG5K und so? Also wenn du möchtest, wir könnten sich links unten treffen in Zelenorsk. Wartet noch kurz, ich möchte noch ein bisschen schauen wegen Munition für die SG5K. Ein Problem. Hm? Ich hab meine. Warum bietet denn der sich jetzt schon wieder? Was ist denn? Warte mal. Wo meinst du in Teleskop? Wo nochmal? Kampfziel, wie sieht das bei euch? Taktischer Helm, was liegt da? Da liegt noch so eine. Da liegt noch so eine SK hier auf dem Boden. Warte, braucht jemand eine Brusthalfer? Mhm.
Nö, hab ich schon alles gefunden, so wie auch Pistolenhalfter, aber. Ja, Brusthalfter. Wohin geht ihr jetzt nochmal als nächstes? Wo seid ihr? Nach Zillenorsk. Nach Zelten suchen. Warte, Serkan. Leute, wo seid ihr? Ja. Ja, hier. Hast du Brusthalfter für die Pistole? Für welche? Egal welche. Irgendeine. Moment. Hast du einen oder brauchst du einen? Ich habe nämlich einen jetzt. Erste Hilfe? Wer braucht eine erste Hilfetasche? Wo bist denn du? Hier ist nur eine erste Hilfetasche, wer braucht. Kommt sie da alle in die Basis? Also in die Militärbase. Ich habe was Schönes. Sehr gut, hast du einen blauen Rucksack? Eine SK95. Ja. Okay, warte. Was hast du? Ja. Yeah. Was für eine Waffe hast du? SK95 oder was? Ja. Yeah. Da. Decker. Gewehr? Warte. Bist du ja. Da? Brusthalfter. Warte, wo bist du, Alter? Alter? Ja, komm, wo bist du? Wer hat da, Alter, alles ausgestreut? Handschellen. Zeig mal das Gewehr, Alter. Warte kurz. Der Hüttl hat alles ausgestreut von sich. Wie meinst du ausgestreut? Ausgestreut? Ja, Feldflasche, fette Muni. Ah ja, in der Jägerhose, da liegen noch die Handschellen, Schalldämpfer, Batterien, Painkiller. Hey, ich habe meine Feldflasche noch. Hast du alles aus deiner Jägerhose rausgegeben? Ich habe keine Jägerhose angehabt. Oh, dann ist es von jemand anderem. Warte, schwere Muni brauche ich. Munition ist keine drin. Warte, Batterie kann ich brauchen. Selbst hier auch. Was ist das? Kommt der Kollege noch von dir rein, oder? Ja, müsste jetzt gleich reinkommen. Okay. Tabletten brauche ich nicht. Oder was ist, oder wozu braucht man die? Ich habe die ganze Zeit schon eine Patrouillenhose an. Leute, wo seid ihr gerade? Stehen im Zelt drin. In welchem Zelt? Ah, ja, warte, wir kommen jetzt alle raus. Wo seid ihr? Ich sehe euch nicht mehr. Ah, hier. Geh mal raus, weil es wird dunkel. Ja, stimmt aber. Dann hocken wir uns halt in den Container rein. Wer hat das Häuser? Spielt ihr auf die Nacht oder wechselt ihr dann immer Server? Ja, wir spielen auf Nacht. Also. Okay. Meistens hocken wir uns in den Haus und chillen ein bisschen dort. Bis wieder heller. Bis es ein bisschen heller wird, bis wir leichter sehen und dann laufen wir los. Ja, aber wir können uns in der Nacht immer ausrüsten. Hat irgendwer jetzt ein Visier? Nein, bei mir geht die PSO 1 auf die Mosen nicht drauf. Ja, gib her mal. Ich brauch die Musiker da. So. Da. Ich hab die Waffe in der Hand. Nein, hast du nicht. Oh ja. Oh, hat jemand eine M4A1 Sturmgewehr? Nein. Ich hab nur das Magazin. Ich hätte nämlich das Visier dafür, das Kampfzielvisier. Okay, wurscht. Nein. Ich geb die Waffe wieder weg. Gehen wir mal da unten in die Stadt. Oder liegt nicht mal am Boden, Alter. Da? Ich sehe sie nicht. Warte. Nee, ich sehe sie nicht. Wow, wurscht. Jut. Dann geht's weiter. Ja, geil, ich hab ne Feldflasche, was liegt da? Oh ne, ne verpackte Feldflasche, was ist das? Ach, ne Pistole, ne UJ7 oder sowas. UJ70, ja.
Scheiße. Ja, die braucht Serker, glaube ich. Hä, du bist jetzt auch? Komm mal da. Läuft bei dir. Ich brauch SG5 Kavis Munition. Nice. Und drüber im Container. Hey, wo seid ihr alle? SG5K benutzt, also hat 9,19 mm drinnen. Brenton? Ja. Schau mal. Warte, ich komm auch. Nein! Ja. Geh mal in WhatsApp. Jo. In die Gruppe. Ja. Bei mir ist noch keine Nachricht. Also keine Nachricht. Hm? In der Gruppe. Nach. Ja. Da ist nix. Da brauchst du nicht hochgehen. Da ist nix. Achso. Also was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt rüber in die Häuser? Ja, können wir gleich. Schau mal, wo ich stehe. Ja, warte, dann gehe ich schon mal rüber und schau, ob alles sicher ist. Hä, wer bist du, Alter? Schau rauf, ich zähl dich nicht. Hinter dir. Oh, wow. Hä, wie bist du da jetzt gekommen? Von da. Von da oder was? Nein, so, von der Hütte. Läuft. Wo seid ihr? Ach, am Dach. Markus, schreibst du in die Gruppe oder? Hab ich? Ja, bei mir ist nichts. Ach so. Passt, gehen wir weiter. Kommst du dann zu Hause und wir machen da die Nacht durch. In welchem Haus? Da. Das blaue? Das so. Seht ihr mich? Nein. Wo seid ihr? Welches Haus? Ja, wo seid ihr? Stehen wir noch da? Bleib wieder an die Party. Okay, passt. Da bist Brandon Jung. Da bin ich. Warum ist er jetzt gegangen? Chill, warte, ich hau den Titi. Warte. In die eine Scheune hätte ich gesagt, warten wir dort die Nacht ab. Das ist die Party privat gemacht jetzt. Ich vertraue dem Typen nicht. Du Trottel, du streamst. Kannst du gerade nicht hören. Alles deaktiviert. Ich hab dir von Anfang an gesagt, ich würde nicht in unsere Party lassen. Gleich jemand von... Komm's rüber. Machen wir da die Nacht durch. Ich stehe für deine Schweine. Drüben die Tür, wie schon zugebracht. Wir sollten auch die Möglichkeit haben, wenn sich ein Spieler nicht an Regeln hält, also uns irgendwie abknallt, nur um an das Loot zu kommen, zu kicken oder so. Aber aus unserer Gruppe. Es ist Markus, okay, passt. Die Schweine ist scheiße. Markus, komm mal ran. Ist hier im Brunnen, oder? Nee. Wo bist du dann hin? Warte, ich hab keine Lampe. Sieht uns keiner, kann wohl Licht machen. Ja, ich bin hier, wo Deutsch steht. Erledigt. Wo steht's hier? Ja. So, wo seid ihr jetzt? Ich bin immer noch hier auf der Militärbase. Roten Gebäude.
In dem riesengroßen roten Haus. Ich hol dich kurz. Ja, kommst du dorthin. Markus, komm her. Mit Hütchen kann kein Sprachchat gehalten werden. Markus, dann wieder durch BBs. Wo bist du? Ja, hinter dir war ich. Nander Brandon. Wegen Nutt-Typ oder was? Ja. Benny hört Nüttel nicht mehr. Hinter dir. Da. Kommt alle da zum Roten raus. Ja, wenn ich mal den Stacheldraht hier rumkommen würde, dann ja. Die Tür ist abgeschlossen. Ja. Tür. Wer steht da jetzt? Herrst! Ist durch die Tür abgeschlossen. Okay, das sind von uns. Serkan und so. Serkan. Mo. Ja. Yeah. Da. Ja, hier, Warte. Da sind bestimmt Spieler. Du hast eine J. Wo? Eine 1J, oder? U17. So. Deutschtürke ist, die Tür ist da. Abgeschlossen. Ja, ja genau, die Tür ist zu. Ja, warte, ich mach's auf. Da, nimm. Warte. Da, ich hab dir was am Boden gelegt. Da ist bestimmt so ein Lager drin oder irgendwas. Ja. Das kann nicht sein, warum ist das sonst dann abgeschlossen? Dann brauchst du es nicht in den Taschen haben. Kannst du es so haben. Achtung, ja, Achtung, Achtung, Achtung. Platz. Ich würde lachen, der eine Typ hat sich vorhin gerade da eingeschlossen. Das ist nichts. Das ist gar nichts, warum ist das dann abgeschlossen? Wer hat geschossen? Keine Ahnung. Das ist kein oh lol, bei mir ist gerade ein Zombie. Wo? Leck mich. Wo? Ich bin vor der Tür. Der kommt zu mir. Au! Wichser! Och nein! Ich hab wieder das Bein weggeschossen. Also von mir kam der Schuss jetzt nicht, hat einer von euch geschossen? Scheiße, ja, ich hab geschossen. Achso. Ich blute. Wo bist du? Draußen und ist abgeschlossen und ich hab noch zwei Zombies hier. Also gleich. Das ist für mich, ich seh nichts mehr. Hilfe, Hilfe, ein Zombie. Ich bin vor einer großen Tür hier. Hilfe. Seid ihr noch drinnen? Ich bin gleich tot. Ja, wartet drinnen, bitte. Ich bin gleich tot. Ich muss nur wieder reinkommen. Ja, yeah, warte. In der Schreie, er ist in dem roten Haus. Hilfe. So. Hilfe. Macht es dort zu, macht es dort zu. Das kann gut der Versteck hier. Macht es zu. Ja, wow! Gute Idee! By the way, wir haben ein paar Zombies hier. Wir müssen weg von hier. Ich bin gleich tot. Der Hüttel ist tot. Warte, Leute, ich bin gleich tot. Hilft's mir. Ich bin gleich tot. Mann, ja, ich bin tot. Leute. Ja, wo wollt ihr jetzt eigentlich noch hin? Also, was steht jetzt noch an? Können wir noch holen? Können wir noch holen? Nein, ist tot. Ja, holt es bitte. Nein, können wir dich noch hochholen, oder? Ich bin schon tot. Wundert dich, dass du keinen Platz hast? Ich schon sag, ich sehe nichts. Ja, wir haben auch nichts weggesehen, oder? Jetzt muss ich erst mal wissen, wo ich bin. Seid jetzt alle da? Ja. Ich bin bei irgendeiner Brücke, bei irgendeiner Stadt. Zombie. Ja, ich seh nix, Leute. Schau, da ist ein Shield. Wow, fuck. Wer ist denn? Warte, ich glaube, ich bin jetzt so. Bist du draußen? Ich bin nein! Was geht? Da, ich bin da. Im roten Haus sind meine Sachen. Ja, wir sind eh alle drinnen. Ja. Ich glaube, ich bin in Solnitschi. Aber könnt ihr den Zombie hier sehen? Den hier? Ja, ich bin in Solnitschi. Ich gebe den mal kurz einen Headshot, macht mal Türe zu. Ich hab schon alles abgeschlossen. Ja. Achtung. Aber bei mir ist kein Zombie mehr da. Ich hab einen Headshot verpackt. Ja, ist nur verbuggt. Der ist verbuggt, geh mal lieber mal weg. Da passiert nichts mehr, der ist schon tot. Das war ja, das Zombie, was Hüten getötet hat. Der ist auch verbuggt, deswegen hat es mich aus dem Spiel gehauen. Wow, da hängt einer in der Türe drin. Ja, jetzt haben wir wieder Zombies da. Wo seid ihr?
Wir sind immer noch da drinnen, weil wir hier jetzt nicht mehr wegkommen, wirklich, weil es Nacht hat. Wo steht guter Loot oder was? Nein, immer noch in dem roten. In Stereo Sober. Ja, ich meine ja, könnt ihr euren Standort aktualisieren? Hab ich schon. Du musst deine. Achso, nein, wir sind in Stereo Sober, warte. Hä, wo sind die anderen jetzt? Markus? Achso, so. Ja, wie machen wir das jetzt? Wir müssen irgendwie seine Sachen mitnehmen, ein paar zumindest. Ich hab keinen Platz. Ihr müsst auf jeden Fall meine Waffen und meine Rucksack. Wer ist hier gestorben? Der Hütl. Ja, wie? Ich komm nicht, wenn ich schon am Boden lieg, gegen vier Zombies an. Zwei waren's, ein Crawler. Ja, und den hätte ich fast erledigt gehabt. Nur der andere hat mich dann umgebracht. Weil ich konnte mich nicht mehr gescheit bewegen. Ich habe auf jeden Fall meinen Standard aktualisiert, ich bin in Solnici. Geht ja. Wo seid ihr? Ja, wo ja, werden wir wohl sein? Immer noch oben in Stereo Sober. Das schaffe ich nicht. Ey nicht, vergiss es. Wir müssen dir entgegenkommen am nächsten Tag. Das, was er halt braucht, ist die Waffe. Oder den Rucksack. Den Rucksack. Ich nehme mal die Feldflasche. Ja, nur wenn der Rucksack kaputt ist, kann er nicht mehr aufziehen, gell? Der ist hin. Das heißt, er kann ihn nicht mehr anziehen. Ja, ich hab dem Ding ein Neset gegeben. Nur sehen, aber nicht nehmen. Einer von euch hat ein Neset. Den Rucksack kannst du nicht nehmen. Ja, dann brauche ich einen neuen Rucksack. Den finde ich am Weg zu euch. Ich laufe jetzt einfach durchgehend in eine Richtung. Das schafft verkriegst du da hör auf, oder? Du brauchst dann mal Loot ein bisschen, sonst kommst du da nicht auf. Bis daher willst du es nicht. Ja, ihr müsst meine Sachen irgendwie holen. Zumindest das Beste. Ich habe Munition ziemlich viel, ladet es einfach nach. Oder die Munition ist mir scheißegal, Hauptsache die Waffen. Ihr müsst meine Waffen holen. Und den Rucksack könnt ihr in die Hand nehmen. Und den könnt ihr in der Hand tragen. Ah ja, Polito, du hast uns das auch. Ja, Alter, was soll ich machen, Alter? Ich stehe da drinnen und da schrei ich schon um die das Problem ist, den Rucksack können wir nicht nehmen. Der ist hier. In die Hand. Ja, ihr könnt ihn in die Hand nehmen. Einer muss. Ja, irgendwie, irgendwas müssen wir jetzt machen, Alter. Wir müssen auf jeden Fall gleich Sachen. Ich hab seine SK in der Hand. Die SK5 oder was? Oh, nimmt ihn jemand noch die S? Ja. Nimmt ihn noch jemand die SK mit der Munition mit? Ich hab. Ach, er hat nochmal eine mit Munition. Ja, die 7,62 x 55 mm. Kann irgendjemand die Feldflasche von ihm nehmen? Ich kann's nicht. Nein, bei mir geht's auch nochmal ran. Warum kann ich den Rucksack von ihm nicht nehmen? Beim PC, da ging's doch. Ich habe meinen Standort markiert. Sturm, Rucksack. Ich will jetzt nichts sagen, aber ich kann nicht da mal seine 45er ACP mitnehmen, oder? Warte mal, vielleicht, wenn ich kombiniere jetzt. Mir geht's nur um das Scharfschützengewehr. Das ist das einzige wirklich Wichtige. Und meine ganze Klappe ist nicht wieder jemanden am Gebäck, Alter. Ja, dann soll er halt gucken, dass er vielleicht nach Zellner hochkommt. Je nachdem, wo er spawnt. Herr Sprinten. Ja. Weil wenn er es dann schreib mir, ich hab das Haus gekennzeichnet, wo ich drinnen bin. Dann bräuchte ich jetzt nur noch nach Schreibt sie mir, wenn ihr dort seid. Dort
euer Zeug holen von Skavitz. Weil dann gehe ich da mal auf, dann brauche ich nicht nach Trinken oder so suchen. Wo ich hingeschrieben habe, Loot mal checken, ob gut ist. Ja. Okay. Ich hätte auch einfach gesagt, wir können jetzt Server wechseln, dann ist Tag und wir kommen dem entgegen. Ja, weil das ist kacke, wenn wir da. Es geht mir darum. Mir ist wurscht, ob ihr einen anderen Server nehmt. Aber wenn ich habe gar keine Ausrüstung. Wie soll ich jetzt zu euch kommen? Ich kann euch nicht einmal entgegenkommen. Bleib am Strand unten, lauf den Strand wieder entlang. Und diesmal aber das Meer links von dir, wenn du in Solnitschi bist. Weißt du warum? Warum? Weil dann können wir quer rechts laufen sozusagen und können dann oben die Mili... Also, warte, ich mach schon auf die Map. So. Verlassen wir jetzt den Server? Bleiben wir jetzt drauf? Was machen wir? Den Server verlassen wir jetzt. Okay, also... Brandon, ich drop dir was. Auf den Server was? Hatte ich noch Probleme. Was? Ich drop dir was. Jo. Verlassen, ja. Einmal, zweimal. Leute, da. Ich log mich aus. Ja, und das ist jetzt ein bisschen okay. Und geh in den. Da ist noch was. Ja, hol Modus. Ja, weiß ich nicht. Checken wollen und die Base noch checken und so weiter. Kann irgendwer noch von Ihnen so. Warte, ich steck das Bundle ein. Dass ich dann das wieder draufgeben kann. Naja. Kann irgendwer noch vielleicht die Feldweste für ihn einstecken, oder? Die braucht 9 Plätze. Mein Ding. Für mich ist alles voll. Feldtrinkding. Die braucht nicht nur 9 Plätze. Trinkbeutel. Warte. Ich hol mir kurz was. Feldflasche. Die Feldflasche kann ich nicht mehr einstecken. Ich bin voll und der Markus kriegt auch nicht mehr ran. Nehmt einfach den besten Loot und kommt nach Solnitschi. So, warte, Markus. Komm her. Komm kurz her. Ich hab noch was. Und wenn's geht, den Rucksack in die Hand nehmen, einer von euch oder so. Wenn wir den Rucksack in die Hand nehmen und jetzt den Server verlassen, ist der Rucksack weg. So oder so. Ja. Ich kriege jetzt nicht einmal 9 Plätze zusammen, dass ich es einstecken kann. Okay, Leute. Dann nehmt's den besten Loot raus. Aus allem. Dass jeder was hat oder so. Und dann kommt's nach Solnitschi. Was hat der jetzt eigentlich? Es gibt Pferde. Was? Kassel. Stude, Arabisch, ach nee, das ist, ja, das ist, Nachrichten. Wenn das Bild aussieht wie eine Map von DayZ und dann sind Pferde drauf, ohne Witz. Ich hab den Server verlassen, sollten wir raus? Ja, das sind alle drauf. Ja. So, ich hab so eine Feldliste. Hast du es jetzt anstecken? Ich hab jetzt auch gerade extra Platz gemacht. Okay. Na, da wenigstens eine Feldweste, passt. Dann loggen wir uns jetzt da aus. Da ist noch Munition für dich. Waffe, meine eine Waffe da. Ja, die Moven hat im Giant gesteckt. Ah, die SK. Ich hab eine SK. Mir geht's um die M, wie heißt die? Ein MP5K. Die eine, wo du gesagt hast, wo du mir die Munition geben hast. Wo wollt ihr jetzt eigentlich noch hin? Das ist hier die SK. Nein, das ist nicht die SK. Oh ja? Für die, die ich dir die Munition gegeben habe, die 7. Oder wie die heißt. Achso, die Mosin, ja. Nicht die SK, Mosin. Ja, die ist mit. Okay, passt. Erst mag man noch Munition aufmachen. Das ist die Feldweste oder so. Ja, passt, dann gehe ich einmal raus aus der Lobby und ihr schreibt zu mir, wenn ihr in Solnitschi seid. Anstatt du einfach versuchst, den Strand abzulaufen und dann... Ja, wohin? Wenn wir auf dem Tagserver sind, läufst du den Strand, das Meer immer links von dir. Ja, wohin? Bis wohin? Bis nach Balota.
eigentlich bis nach Falota? Wo ist das? Weil wir ungefähr, wenn wir runterlaufen, kommen wir nach Tscherno und dann sind wir relativ in der Nähe von Balota. Wir müssen nur durch die Stadt. Kommen wir dann noch bei der Militärbasis vorbei? Wir können eine kleine Runde laufen, ja. Ja, wir können eine Runde laufen. Ja, dann kommen wir an Tscherno vorbei und lauf bis Kamenka. Wenn lauf bis Kamenka. Ja, das wäre perfekt. Weil dann laufen wir die Runde oben rum und du bist unten in Kamenka. Und wenn er Glück hat, sieht das sogar noch ein Helikopter. Wenn ganz links unten. Ja. Und wenn wir dann nämlich noch weiter links laufen, da gibt's lauter Polizeiauto und. Ja. Und Militärloot, also so ein bisschen. Gut, wer ladet den Server? Such mal jemand Server. Ich such grad. Aber die sind alle mit Warteschlange. Sind die alle voll oder was? Ich halt mal mit. Ich halt mal mit. Im Stream oder was? Das wird, glaube ich, ein bisschen langweilig für die Zuschauer, weil. Ist immer mal ein bisschen in der Lobby. Ich hab einen, Leute. Ist es Tag? Wie lade ich euch jetzt ein? Moment. Wir hatten einen Server. Da bin ich. Ich kann. Wenn ihr nicht joinen. Wieso? Ich kann ihm nicht zum Spiel beitreten. Ja, er ladet uns her. Achso, okay. Oh, komm, Alter, ich ja, pass, bin am joinen. Oh, Scheiße, ja, ich bin hier noch offen. Es gibt weiter, wow, wir haben nicht geschaut. Hä? Das heißt, ich soll bis Kamenka. Jo. Hey, ich spawn erst in 82 Sekunden. Yes. Kannst du das? Okay. Position in Warteschlange. Wer ist das hier mit der Taschenlampe? Ihr seid's, okay. E-Beams. Da ist der Serkan. Geht noch zum Markus. Es wird gerade Tag oder geht's unter? Ich hoffe, es wird gerade Tag. Oh. Die Tür ist hier offen. Wenn der Himmel da hinten jetzt rot wird, dann wird es jetzt Nacht. Es wird Nacht. Ja, sorry, Leute. Kein Ding. Alle nochmal raus. Ja, bei mir ist gerade irgendwie blöd. Ich dachte, es wird Tag. Ja, warte, ich schließ kurz und dann komme ich wieder. Sollen wir auslocken? Ja. Wow, Markus, wirklich? Hm? Spielt jetzt auch, Alter. Wer sucht noch nach Server? Die heißen? Ich werde jetzt mal kurz smoken am Fenster. Während ihr kurz auf Serversuche seid. Ah, das ist auch schon fertig. Wisst ihr was? Ich streame jetzt einfach auf Twitch. Ach, wir sollen jetzt zum Streamen, Alter. Ja, scheiß mich alle, ist mir doch scheißegal. Weißt du was? Hm? Geht schon 720p hoch 60 FPS. 720p sind Standard, ich bin auf 1080 HD. An Spiele auswählen, aber brauche ich nicht. Nein, das wird glaube ich gerade früh auf den Server, wo er uns eingeladen hat. Wenn du nämlich nach links schaust hinter die Berge, siehst du, dass es rot wird. Und das heißt, es wird dunkel, weil da ist letztes Mal auch die Sonne untergangen.
Okay. So, ich streame gerade auf Twitch. Tu das! Tu es nicht lassen kannst, wir können sich alle gegenseitig supporten. Irgendwann verkaufen wir unseren eigenen Merch. Ja, genau. Warte, ich hab die Twitch-App. Also ich kann nicht nur du. Ding. Ich habe meinen Premium-Account auf Twitch gekauft. Rattel. Ein Premium-Vorteil. Ganz ein cooler. Ich mach's lieber auf YouTube, weil auf YouTube speichert sich das Video ab. Übertragung ansehen. Ich kann mir deine Übertragung ansehen. Meine oder was? Ja. Über Twitch? Ach so. Ja, ja, es funktioniert alle Themen. Meine Freunde wissen, sind das. Okay. Der Server ist auch dunkel. Also nicht annehmen. Nicht annehmen, ne? Mir jetzt ist spät. Ich hab schon angenommen. Wow! Scheiße. GG. Ja. Bin ich der Einzige, der sucht, oder suchst noch jemand? Ich bin gerade ein Smoker. Am Fenster. Auf jeden. Brauche ich nur 5 Minuten für eine Zigarette. Ich hab nämlich wegen dir so ein Gusto auf Chips, aber ich kann jetzt nicht in die Küche gehen, Alter. Und mir Chips nehmen. Raschel zu laut. Weißt du, was ich Bock hätte, Alter? Auf Twinkies. Komm, Alter, die sind so geil und so fluffig. Und du beißt rein und du fühlst dich. Und du beißt rein, Alter, und du fühlst dich, wie es willst du auf Wolken schweben, ohne Spaß. Twinkies ist das Beste, was du jemals essen kannst. Und isst drei davon und du hast keinen Hunger mehr. Das ist das Beste für eine Apokalypse. Weißt du, so wie der eine von der Apokalypse-Ding von den Zombies, gell? In den Film, ja. Durch diesen Film habe ich Twinkies kennengelernt. Ja, BM, die rennen zu 8, oder? Wieder fährt der Maki vorbei. Da fahren 8, warte, da spielen 8 Spieler, oder? Achso, nein, nein, ich sage zu Hause. Doch ein BMW. Erst. Jo. Ich schaue da gerade ein Video, oder da rennen 8 Leute gemeinsam. 8? Hm. Oh, nice. Ich hoffe da nicht auf dem Server, auf dem wir finden, ganz zufällig. Sind die auch gerade live oder wie? Nein. Ich hab da glaube ich einen Server gefunden. Ja, bald sind wir wahrscheinlich 12 Leute. Wie gesagt, in die Gruppen auf Facebook und so weiter können wir gerne noch Clan-Member suchen. Warum hast du den jetzt vorher nicht vertraut? Ah, ich hab einen. Perfekt, dann lad an. Annehmen, einfach annehmen. Das ist richtig hell. Oh, keine Zuschauer mehr. Bei mir bereitet es nur noch vor, oder? Das ist immer ganz interessant. Ab und zu sind dann 4, 5, 6, 7 drin. Und dann geht's wieder runter. Die kommen jetzt wieder. Die kommen wieder. Die Zuschauer, meine ich. Auf YouTube. Ja. Es dauert halt, was den der Kanal ist sozusagen online. Kann jemand lesen? Da steht wieder was in Rot, dass der Server. Das war wahrscheinlich nur wegen Bug oder so. Ach so, zum Glück. Wenn du Bugs hast, sollst du das melden sozusagen. Alle eigentlich, aber. Jetzt können wir nochmal in die Militärbasis rauf. Stimmt aber. Alle da. Jetzt können wir eigentlich auch gehen. Nein, wir gehen doch mal in die Militärbasis. Wartet. Ich muss kurz wieder auf Bett. Der Server ist voll. Nein. Wow. Ja, wir können nochmal die Militärbasis abchecken. Da ist ja jetzt ganz anderes Loot drin, genau. Das zählt aber zu Serverhoppen.
Was? Wer traut sich die Türe aufzumachen? Mach ich gleich. Ja, wir sind auf der falschen Seite. Check. Bin gleich da, wartet. So, so. Muss ein Bildschirm noch drehen. Made a link, sauber. Gut, let's go. Gehen wir nochmal rauf, Alter. Nein, wir sind auch nicht vollständig, wir sind zu dritt. Das da vorne ist das, wo ich hinziele, ist das ein Hochstand. Achso, du bist weiter vorne, oder wie? Wo bist du? Hier bei euch. Warte, wo ist der Markus? Da ist er. Gut, gehen wir rein. In die Base, oder? Achtung. Jo. Zombies abknallen oder nicht abknallen? Nö, nicht knallen. Oh, yeah. Wir sparen uns ein bisschen Munition. Ich hab genug. Ja, nicht erschrecken bei mir, Donald. Oh, ich mache jetzt YouTube Live Stream. Du hast mich lassen kannst. Da war schon wer. Steht eine Lampe. Wow. Zombies 2. Oh nee, bitte nicht jetzt. Schießen. Ja, nein. Yeah. Ja, weil ich kann die Axt nicht mehr in die Hand. Geh weg. Wo sind sie? Gut, das war's. Weiter geht's. Leute, wartet. Das ist alles leer. Okay. Ja. Nein, nicht alles leer. Da ist noch ein taktischer Helm und. Wow. SK9566. Dosenspeck. Aber hier ist. Hier ist das Loot nicht so toll, also. Was liegt da auf dem Universale Taschenlampe. Mit Batterie oder ohne? Die Taschenlampe? Keine Ahnung. Da ist ein Zombie. Bei mir ist noch ein Zombie. Jo. Gibt's auf meinen YouTube-Livestream. Ja, in meine Story gehauen. Ah, da ist ein Sturmrucksack sogar, aber da hat nur 42 Platz und da ist noch ein Magazin drinnen. KAM-Magazin. Das brauchen wir. Ich kann die Waffen nicht weg. Sturmrucksack habe ich gehabt. Universale Taschenlampe nochmal. Ich kann gar nichts machen. Ich kann jetzt vielleicht noch die 10 Schuss verbannen und die dann 15 Schuss. Sehr schön. Also Sturmrucksack könnte ich gebrauchen. Verpackte 45 ATP. Wo? Was liegt da? Ein Rucksack oder was ist das? Da liegt ein Sturmrucksack liegt drinnen. Wie viele Plätze hat er? 45 nur. Ach, da ist der Bergsteiger Rucksack. Das ist richtig. Okay, wie schaut's aus mit 7, 32, 39? Ich hab jetzt Bock drauf, in Ferno zu gucken. Da gibt's besseres Militärloot. Also ich könnte dann schon langsam was zum Trinken gebrauchen. Ey, sonst krepiere ich immer noch. Wo seid ihr? Container. Ja, im Container, genau. Also Spaghetti. Ah, da vorne, okay. So, warte, ich habe was. Hat der ist schon mal am Hochstand geguckt, ist da was? Ich guck auf den da hinten nochmal. Jagdmesser. Ach nee, ich komm nicht mehr runter oder was? Liegt da auch nur ein Jagdmesser. Warte, dann hau ich aber mein Messer weg und nehme das Jagdmesser mit.
nächsten Stadt schaue ich dann einfach, wo ich jetzt überhaupt bin. Ich war jetzt auf einem anderen Hochstand. Ich komme jetzt wieder zurück zu die Containerhilfe. Was ist das hier? K.A. Schutz. Wieso so eine Kampfanzug? Wert geschockt. Zombie! Zombie! Oh! Leute, schießt doch nicht! Bin ich da kurz vorm Zombie stehen? Ich hab der Alten nur in den Rücken geschossen. Mehr nicht. Ich blute. Warte, ich mach schon Warte. Ich hab erste Hilfe. Ich kann das nicht nehmen, weil ich meine Waffe nicht raus. Ich bin schon dabei. Voll reingepackt. Bleib stehen. Bleib stehen. Du blutest. Nein. Pack. Zombie. Yo. Ich hab nen Spray. Noch eins. Markus schießt weg. Berkan, komm her. Der lebt noch. Dankeschön. Rucksack. Dankeschön. Doch, nein. Du, Mann. Ah, ne, Dose zum Essen, jawohl. Gut, können wir los? Moment, warte mal ganz kurz, ich muss gucken, ob ich meine Skorpion jetzt in die Hand nehmen kann. Ich kann nichts machen, Leute. Was heißt eigentlich, wenn ich kombinieren mag? Quentin. Jo. Ja, ich hab echt ein Problem, ich krieg die Waffe nicht mehr raus. Deine Sachen sind voll, glaub ich. Okay. Also wo treffen wir uns jetzt? Müsste es eigentlich gehen. Kamenka, oder? Was ist Markus? Markus? Nee, es geht nicht. Meine Schnellleiste funktioniert. Ja, wir treffen uns Kamenka. Also wir holen dich von dort. Warte mal, ich möchte nur kurz die Skorpion irgendwie wieder in der Hand haben. Das funktioniert. Dann funktioniert meine Schnellleiste nicht, dann ist die verpackt. Das ist eine Pistole, oder? Was liegt da? Ausziehbare M4. Okay, gehen wir weiter. Warte. Ich hoffe, ich finde jetzt da raus, wo ich bin. Red. Ja. Wo wollt ihr jetzt noch hin? Ja, wir müssen jetzt die Stadt runter eigentlich. Von der Stadt dann aus links. Wo kommen wir dann raus? Dahin, wo wir eigentlich vorhin hin wollten. Jo. Ja, genau. Wow. Kurz drüber gucken wir. Wow. Alles zu. So, sind wir jetzt alle da? Zwei. Warte, wer fehlt jetzt? Da. Okay, perfekt. Ich glaube, ich bin jetzt bei. Kutoi Cup. Stereo-Sober. Ah, okay. Und jetzt gehen wir durch Stereo-Sober, das erste Mal, richtig. Ah, das ist die Militärbasis gewesen in Stereo-Sober. Warum ist da so ein scheiß Loot drin? Kann aber so sein. Aber hier ist alles offen, Alter. Warte, wo geht ihr hin? Kurz reingucken, ob da irgendwas zum Essen drin ist. Nein, das ist alles leergeräumt, vergiss es, Alter. Ja, wir sollten uns hier eigentlich so schnell wie möglich rausgehen auf Stereo-Sober, würde ich sagen. Wir absolutes Blutmassaker und alles. Ja, dann gehen wir jetzt hier links durch, kommt mit. Brunnen, muss noch wer auffüllen? Nö. Schnell. Okay, ich halt kurz Schmiere. Thank you.
Warte, lass mal kurz gucken, ob bei mir alles Flaschen gefüllt sind. Ja, ja, alles bestens. Cool. Können wir? Ja, am besten gehen wir in den Wald hoch. Und vom Wald aus nach. Eine Polizei. Auf die nächste Straße, genau. Brandon. Weil das, ja? Sind Brandon. Jeden Fall, Polizei. Das sind auf jeden Fall Spieler. Warte, was nochmal? Noch Polizeistation, eine kleine. Vergiss, Alter. Ja, aber da haben wir eine Rettungsschutz. Wow. Da haben wir eine Rettungsschutz. Bitte. Schraubenschlüssel. Will wir kurz reingucken? Ja. Wo bist du? Ja, Rettungsschlüssel, einfach weiter hoch. Kurz. Ja. Kopfholzlösung. Was denn? Das ist so verleckt und. Kodeintabletten. Kochst du. So ein scheiß Fernseher. Kochsalztabletten. Kochsalzlösung. Tetrazylin-Tabletten. Ja. Ich weiß, wo ich bin. Gib sie mir. Wegen. Wir sind hier drin. Wo? Ja. Jo. Ganz rechts, ganz links, ganz rechts unten. Du bist ganz rechts unten. Ja, bei dem genau. Bei dem Leuchtturm. Okay. Soll ich in den Leuchtturm kurz reinschauen? Wie du magst. Ja, wir stehen vor der Tür. Gebäude drin, ja, warte, nee. Ich guck nur kurz die. Jacken und so, ich bin genau bei dieser Ecke, wo es dann in die andere Richtung dann geht. Okay. Okay. Kodentabletten. Ja, Kodin. Okay, alles klar. Kochmesser. Mein Rucksack ist komplett voll, also ja, wenn wer irgendwie infiziert irgendwas hat, der meldet sich bei mir. Tja. So, jetzt gehen wir hier dann gleich rechts das Feld und dann. Nur noch Morphium, aber Morphium war nicht drin, oder? Warte. Nichts. So, ich frage Sie jetzt, ob wir hier auf der Straße auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Jemand muss kurz auf die Map gucken. Das ist jetzt die richtige Straße? Ja, ich denke schon. Ich habe jetzt nicht auf der Map geguckt, aber. Warte. Ja, ich weiß, wo man da rauskommt. Das ist der falsche Weg. Wir müssen hier vor. Was seid ihr, Leute? Warte mal, renn nicht so schnell, ich kenne mich hier ja auch noch ein bisschen aus von der PC-Version. Das ist auf jeden Fall eine Hauptstraße und die geht links von der Stadt weg. Ich habe jetzt eh markiert, wo ich bin. Ja, passt. Also, ja. Warte, ich stecke kurz weiter hinten, ich guck kurz. Ja, wenn wir hier zurücklaufen, kommen wir in irgendeinen Kuhkaff raus. Das ist nicht richtig. Wir müssen gegenüber von der Kirche, geradeaus weiter. Kirche. Oh ja, wir waren schon richtig. Gegenüber von der Kirche. Den Weg entlang. Der Weg hat schon gepasst, oder? Ja, das war richtig. Also dann laufen wir da runter. Ja, wir können hier gleich so querfeld zum Haus rüberlaufen. Weil wir müssen so geradeaus und dann geht es so leicht rechts.
Ja, genau, und da geht dann so ein Weg links hoch. Wir müssen aber auf der Straße bleiben, auf der asphaltierten. Nichts mit Scheide holen. Wir gehen jetzt nach Zellner. Wir gehen jetzt mal gucken bezüglich Zelt, ob wir vielleicht ein oder zwei finden. Oder vielleicht irgendwas anderes. Also wir gucken vielleicht mal kurz durch. In Novaya Petrovka wollen wir noch auch noch durchgucken. In welche Ortschaft gehen wir jetzt eigentlich? Wie geplant, wir laufen jetzt den Weg mal runter, ja, warte mal. Wir laufen jetzt von Starry Sobor, die gelbe Straße entlang. Dann kommen wir nach Rogovo. Was sagst du eigentlich zu dem Dings oben? Warte. Leute, wenn irgendeiner von euch einen Wolf jaulen hört, der sagt das bitte sofort. Ja. Von Rogovo gehen wir alles nach links runter. Wartet kurz. Und die nächste Straße wieder rechts durch die Stadt. Aber in keinen Wald reinlaufen, ihr habt überall. Ja. Und dann von Pogorevka gehen wir alles nur noch nach unten und folgen dem Straßenverlauf und kommen dann theoretisch nach Telen. Zellno möglichst nicht schießen, weil die Wölfe, ich weiß nicht wie das ist, aber wenn die was hören, dann sind wir am Arsch. Jo. Weil die können wir nicht wegballern. Da hast du glaub 7 oder 8 Wolfspawn-Punkte. Kriegen wir schon hin irgendwie. Ja, weiter? Ich habe ja dort auch überlebt. Trotz den ganzen Wolfspawn-Punkten. Ja. Wie gesagt, wir sind zu viert, wir sind bewaffnet, das will man schon theoretisch schlimmst du halt. Ein Schuss, Schnatze, ja. Wolf, ja. Puff, weg. Zum Glück haben wir halt keinen Soundbug, das wäre jetzt in Selno scheiße gewesen. Ja. Ja, wenn du den Wolf nicht hörst, bist du tot. Mhm. Da oben rennt ein Zombie. Ja, kann er rennen. Warum können wir eigentlich kein Zombiefleisch essen? Ja, dann würden wir selber mutieren sozusagen. Aber Menschenfleisch können wir essen. Denke. Noch nie ausprobiert. Ja, weil du Menschensteak ja schon gefunden hast. Nein, ich nicht. Hier oben liegt noch eine Mosin, oder? Ja, noch eine Mosin. Gibt hier sonst noch was? Schieber mit so. Ich habe eine neue Axt. Sauber. Meine ich das jetzt bloß oder wird es jetzt hier auch schon wieder dunkel? Noch nicht, nein. Das ist richtig, Alter. Das ist ein Auto brauchen wir auf jeden Fall. Ohne Witz. Aber ich habe auch noch keinen Spieler mit einem Auto gesehen, ohne Witz. Also ich habe bis jetzt auch noch hier kein Auto gehört oder gesehen, also. Ich kann nur sagen, dass ich in einem Auto war, wo alles drin war. Motorreifen, alles dran, aber das ist nicht gefahren. Benzin oder Motoröl? Ja, eins von den beiden wahrscheinlich noch gefehlt haben. Du hast das Motorgeräusch. Nein, das hat so richtig. Aber dann. Ja,
hat sich nicht vorbereitet. Auf einer langen, langen Straße. In einem Dorf. Also ich bin schon Kamishovo. Okay, perfekt. Erzählt mal irgendjemand unsere Story, wie wir uns gefunden haben, unsere Daisy-Story. Bisschen Bock auf Geschichte hier. Hau raus, Alter. Kannst du erzählen? Ja. Ich bin Kamishovo. Mir fällt gerade nichts ein. Naja, wie bist du zu der Gruppe gekommen, sagen wir mal so. Über Facebook. Ich habe eine Elektronik-Reparaturset. Warte mal, da war ein Apfel. Da liegt was Grünes. Birne! Liegen meistens immer zwei oder so. Aber auch noch zwei gefunden. Ja, über Facebook, dann habe ich dich, Markus, ja eigentlich getroffen. Hast du gesagt, du hast da, ob ich in die eure WhatsApp-Gruppe und so, und habe ich gesagt, ja, sind das Spieler von Facebook? Hast du gesagt, nee, die kennst du so privat. Genau. Ja. Aber ich habe einfach ein bisschen Bange, wenn wir jetzt noch Spieler suchen, dass die uns irgendwie das Spiel versauen wollen. Wie gesagt, wenn müssen wir ein bisschen Vertrauen in andere Spieler auch gewinnen, weißt du? Also, die Gruppe soll ja nicht zu klein bleiben, also wenn auf jeden Fall sympathische Leute. Auf keinen Fall, aber ich habe halt keinen Bock, weil man erlebt es immer wieder, dass Spieler erst ja alles friedlich und dann machen sie Scheiße, weißt du? Also es soll, muss schon auch Regeln geben. Das auf jeden Fall. Natürlich können wir nachher, wenn wir, sagen wir mal, 40 Spieler sind, nicht alle friendly sein, das geht nicht. Weil irgendwann will ja der eine den anderen abknallen. Da müssen wir halt so warte mal. Gelb. Warte mal. Pavlovo, oder? Habe ich recht? Porobo ist Pavlovo, oder? Porobo ist geradeaus weiter. Das heißt, warte, wir stehen jetzt. Wie war das ausgesprochen? Das Rogoro. Ganz normal, wie man spricht. Also Rogoro. Eigentlich Rogoro. Rogoro. Da haben wir auch dann wieder einen Trinkbrunnen. Also eigentlich geradeaus weiter, dann sind wir dort. Und wo ich dann Zähner müsste dann in die Richtung irgendwo sein. Wo ich jetzt. Wir laufen jetzt einfach über die Städte weiter. Also. Da können wir auch ein bisschen abluten noch. Weil es sind eigentlich nur ein, zwei kleine Städte. Wenn irgendwer Apfel, Birne, Pflaume, irgendwas sieht, der sagt Bescheid. Auf jeden Fall. Weil das ist so selten, Birne, Apfel. Eigentlich müssen wir immer nur den Weg folgen. In Rogoro gehen wir auch gerade der Straße durch, also wir biegen nirgendwo ab. Okay. Und erst. Wir sind die Blinden Gang. Brenton. Guck von der Kunde, ja. Erzähl du deine Geschichte. Welche Geschichte denn? Schrobuni. Welche meinst du? Deine Desi. Ich hab ein Elch gehört. Was? Ich hab ein Elch gehört. Nein, Markus gerade, ich hab ihn gerade nicht verstanden. Was soll ich erzählen, Bruder? Deine Geschichte. So. Du musst es wirklich wissen, Alter. Du bist wirklich bereit dafür. Sowieso. Leute, wisst ihr, auf was ich so richtig Bock hab irgendwie? Auf die noch eine Mosin. Auf die Gefängnis- und Insel rüberschwimmen. Ja, das Problem ist, dass Stufe 1 Loot. Echt? Ja, es ist ja in der Stufe 1 Zone, weil alles am Strand ist Stufe 1. Und die Gefängnisinsel drüben auch, oder? Gehört dazu, ja. Da kriegst du halt mehr Pistolen und so, aber... Also so Standardausrüstung wie Helm und sowas. Schulz? Also angefangen hat's eigentlich damals mit Daisy durch meinen Onkel. Weil jemand gesagt hat, dass der da eigentlich voll gute Sachen findet, aber wahrscheinlich kennt er sich gar nicht aus mit Daisy. Wer?
Da rennt wer raus. Also, bist du Brandon oder? Ich. Boah, schreck mich, Bruder, ich bin das gerade selber, Alter. Ihr schreckt mich von mir selbst. Wow. Dann haben wir alle gelbe Armbänder. Wir würden, ich glaube, hätten wir keine gelbe Armbänder, wir würden uns irgendwie gegenseitig schon abknallen. Ich habe hier in dem Haus anscheinend auch wieder jemand, weil da ist alles offen. Aber da liegt eine Kartoffel. Nimm sie mit. Und da liegt auch noch was. U70. Auf jeden Fall angefangen hatte ich sie eigentlich so durch meinen Onkel so und durch YouTube-Videos eigentlich vom Gucken halt. Also mein erstes Mal DayZ bin ich durch meinen Bruder gekommen. Der hat gespielt auf friendlydayZ.net. Jo. Da war halt auch so ein Privatserver, da hat man dann später die Blauhelme gehabt, die Schwarz-Banditen-Gang, die Rot-Banditen-Gang, das Kartell. Dann hat man Monteure gehabt und alles Mögliche. Alles war so für sich. Ja. Ja, und irgendwann hat sich das halt auf den Server verstritten, weil ich war bei den Blauhelmen und die Blauhelmen haben immer gewusst, wo die Banditen Schwarz ihr Lager hatten und die Banditen Schwarz haben gewusst, wo die Blauhelme ihr Lager hatten. Und man hat dann so einen Pakt geschlossen, dass man nicht aus dem Lager von anderen rausluten darf. Ja. Aber das haben sie irgendwie immer heimlich gemacht und dann haben wir uns geärgert, haben die dann abgeschossen, weil wir ja wussten, wo das Lager war und dann gab es da immer wieder solche Streitereien und irgendwann war es halt voll kacke, weil sich dann keiner an die Regeln gehalten hatte und ja, dann gab es auch so Ortschaften zum Beispiel in Derby Soborg darf man nicht schießen und so und die haben es dann trotzdem gemacht. Braucht jemand 380er APC und so? Ja, ja. Das hatte einen guten ich Grund, dass also man in Derby Soborg nicht ACP. Schießen darf. Schutzkoffer. Gaslampe. Weil dann der Server somit abkackt. Sind das Dietrich, oder? Ja, das ist ein Schutzkoffer. Kannst Sachen reingeben. Wie so ein kleines Lager für dich selbst, sozusagen, was du noch im Rucksack drin hast oder so. Ich habe ja, wie ich mein PC neu bekommen habe vor ein paar Jahren, war mein erstes Spiel eigentlich dann DayZ. Und habe ich halt dann gespielt mit einer Bambusleitung. Irgendwann dann per LAN-Kabel, da ging dann alles ein bisschen besser. Dann habe ich eine Zeit lang gespielt, irgendwann hat es mich abgefuckt, weil ich die ganze Zeit gepiert bin. Dann kalte ich mich noch nicht aus, dann habe ich irgendwann YouTube-Videos geguckt und. Und bis ich dann so mehr Erfahrung bekommen habe. Einer fehlt, oder? Wo seid ihr? Hab ich jemand füttern? Ich hab euch verloren. Da, ich brauche Essen. Ja, hier unten läuft ein Zombie. Ja, lass das Zombie, komm mit. Dann habe ich mich dazu entschlossen, wieder DayZ zu spielen und dann habe ich es irgendwann gesuchtet und dann kam es halt dazu, dass ich dann 400 bis 500 Stunden, also ein bisschen mehr als 400 Stunden auf jeden Fall, dann drauf hatte, auf dem Steam-Account und irgendwann hatte ich dann halt auch keine Lust mehr, weil die ganze Zeit alleine spielen. Ja, war dann auch scheiße. Mein Bruder, seine Geschichte ist viel übler. Der hat ja die Vorversion von DayZ gespielt. Ja. Dann kam DayZ raus, dann hat er DayZ gespielt. Okay, das reicht. Danke. Und davor habe ich auch Arma gespielt. Ja, genau, Arma. Und dann hat er DayZ auf den Friendly DayZ Server gespielt. Aber dann hat er irgendwann mal auch keinen Bock gehabt, die ganze Streitereien und alles. Und dann hat er wieder auf irgendeinen Server mit einem Kumpel gespielt. Ja. War eigentlich einfach eine geile Zeit damals. So DayZ ist ja wirklich was Geiles, weißt du. Aber der Serkan hat bei mir immer noch kein gelbes Band. Ja. Ja.
Aber wie gesagt, man kann sich halt hier Freunde machen, so wie in unserer Situation jetzt. Ja, aber warum gibt es hier eigentlich keine Zigaretten mehr? Also ich glaube, es gab mal Zigaretten in Daisy. Das ist in der späteren Version. Oh, das sind ja Zombies. Boah, was geht ab? Ich sehe nichts, Leute. Oh, meine Waffe ist leer. Ich war gerade kurz davor, mit der SK zu schießen. Links? Achso, okay. Puh. Warte, Leute, warte. Lootet jemand? Im Moment gerade nicht. Boah! Was denn? Thunfischdose habe ich gefunden. Markus, hier ist nochmal verpackt mit 12 GA Backshots, gell? Leute, ich glaube, ich blute, ich aber es wird Schrauben mir nicht angezeigt, gefunden. Kann mal jemand gucken. Was? Nee, ich glaube, dass ich blute und es wird mir aber nicht angezeigt, weil ich gerade irgendwas Rotes an mir gesehen habe. Oh, ich bin jetzt durch. Nein, du blutest nicht. Okay, zum Glück. Komm schon, bin ich jetzt durch. Mit ein bisschen looten. Also mal Mann, ich kann versuchen. Schau, es wird bald Nacht, oder? Jo. Ja. Ja. Norobebka, was ist Norobebka? Warte, ich guck jetzt mal. Wir müssen ins untere. Ja, wir müssen ins untere. Dann kommen wir aber schon in Zelno raus, oder? Ja, wir müssen jetzt den Straßenverlauf, warte. Das ist ein Markt, so ein Geschäftel. Warte. Warte mal, Leute, das lackt voll. Polizeigebäude kann das sein? Ist das Polizei? Ist das auch so? Nein, das ist nicht Polizeigebäude. Hä? Nein, das ist kein Polizeigebäude. Ah, okay, da direkt vor uns ist schon, Pogorevka. Da ist nämlich schon die... Was seid ihr? Im Haus? Ja. Scheiße, Alter, Leute, ich hab keine Munition mehr. Ich muss nachladen. Ja, danke. Ist der tot, der Zombie? Weiß ich nicht. Was bedeutet eigentlich ein blaues Haus? Beide Türen sind zu. Brandon. Moment, ich bin oben. Blaues Haus? Gute Frage. Also entweder so ein Biergeschäft halt oder. Warte, ich komme auch noch nach oben. Boah, hast du mich erschreckt, Alter. Ich hätte jetzt schon Headshot auf Ottman. Was? Auf Ottman, das ist so eine kleine Insel sozusagen. Der Zombie, ich wusste, der Zombie, ja, ich keine Ahnung. Auf einmal machst du die Tür auf. Da steht ein Zombie vor der Tür. Ja, jetzt kommen wir gar nicht mehr rein, weil es ist zu die Tür. So. Kann doch scheiße mit denen, alle nach oben. So. Kriegen Zombies eigentlich Türen auf? Nee, ne? Nee, gar nicht. Mein Bett. Ah, ja. Ich bin so müde. Ah, jetzt schon? Ne, warte mal, wie legt man sich denn hin? Geht gar nicht. Ah, ja. Aha. Irgendjemand verletzt? So, jetzt die Frage, kann ich nicht looten? Kann ich nichts looten? Braucht irgendjemand Vitamine? Weil ich hab noch Vitamintabletten. Ich bräuchte Steroide. Warte mal. Wie lange läuft eigentlich das Stream schon? Das ist eine Frage. Meine läuft seit 30 Minuten circa. Oh, dann wird meine circa schon eine Stunde rennen. Eine Stunde rennen. So. Sprach wieder.
Leute, wartet mal kurz. Er heißt. Jo. Ich bin jetzt gleich hin, Elektro zerwurzt. Okay. Ja, lauf am Strand weiter. Nee, warte, ich muss ich, meine Waffe. Ich hier auf die Straße halt sagen. Da habe ich vielleicht irgendwo gerade oder so. Währenddessen. Gut. Polizei abgehen. Jetzt muss ich noch mal. CR61 Magazin. Was habt ihr denn immer noch in der Hand hier? Der liegt nicht. Aber ich hatte noch mal eine CR61. Markus, hast du jetzt noch einen Gaskanister oder nicht? Nein, gell? Oh, ja. Hm? Ja, ja. Scheiß verpackte Zeug, ich kann. Ja, gut. Warte mal, ich nehme meine Dose in die Hand, geht das? Ich habe jetzt eine Gasmaske. Ganz ein cooler. Cooler. Ja, die SK ist jetzt auch wieder voll. Du hast das gelbe Band abgelegt. Ja. Also ich kann es ja, alles hier oben, okay. Wollen wir wieder einen Serverwechsel machen, weil es dunkel wird? Wie ihr wollt, mir ist egal. Okay, mach. Ja, dann machen wir wieder einen Serverwechsel. Jo. Boah, langsam bin ich auch schon wieder so. Puh. Ich kling. Das ist Brandon. Jo. Ich renne jetzt mit Polizeijacke und Gasmaske rum. Wer sucht noch nach einem Server? Schon lustig aus. Reicht nicht, weil wenn einer guckt wegen der Spawnzeit nämlich. Oh ja, eine Spitzhacke. Geile Sache. Mein Onkel gefällt das. So. Jetzt wird's wieder uninteressant für die Zuschauer. Wie viele waren vorher drin? Oh, gar keine Ahnung. Ja, das ist ja auch kein Ballerspiel in dem Sinne. Ich hab einen Benzinkanister, soll ich ihn mitnehmen? Ich muss schon Zombies abschießen und so, aber das ist jetzt kein Ego-Shooter oder sonst was. Soll ich oder nicht? Überlebenssimulator. Benzinkanister? Nee, brauchst du nicht. Brauchst du nicht, brauchst du noch nicht. Stehen. Hast du wieder einen kompletten neuen Screen gestartet? Wer, ja, ich? Ja, ich? Nö, nö. Wir sind immer noch so selber. Kann man eigentlich diesen Livestream bei ich hab schon wieder ACP-Munition. Nimm's mit, ich brauch's. Ja, ja. Hab ich immer. Hä, ja, wir haben immer noch zwei Zuschauer, Alter. No way, haben wir noch zwei Zuschauer. Nicht schlecht. Gar keine. Oh. Hören die Zuschauer uns überhaupt, wenn wir das was tun? Ja. Ja. Alles. Alles. Okay. Okay, Server ist hell. Jo, jo.
Ja, bitte. Ja, kann irgendjemand von euch den Server rein? Hallo an die Zuschauer. Was? Was? Auf den anderen Server, oder was? Favorit machen. Warum? Wenn das irgendjemand kann. Geht's jetzt alle auf einen anderen Server? Wir haben schon gewechselt. Warum? Ja. Wegen Nacht. So. Fehlt noch jemand? Ja, ich renne noch ein bisschen und ich richte da eine Sitzung noch später. Ja, hock dich kurz hin, also hock wirklich einfach am Strand oder wo du gerade bist. Und nimm die anderen an. Und Benny. Kurz, ich hab da einen Bergsteiger-Rucksack gefunden. Okay, ja, passt. Passt alles, kann man weiter, oder? Warte kurz, irgendwie. Warte. Ja. Perfekt. Sollen wir eigentlich auch, wenn wir jetzt nach Zeno laufen, auch so ein bisschen nach Lagerausschau halten? Also, let's go. Wenn man sagt, boah, da könnte ein Lager sein, dass man da ein bisschen so reinguckt. Aber wir müssen wir noch gucken. Auf Wölfe und so. Ja, genau. Wir müssen jetzt da rechts hoch durch diese kleine Stadt und als nächstes links runter. Und immer rechts halten. Was ist dieser Sendeturm da vorne? Oh, das ist so ein normales Sendemast. Okay. Können wir? Was findet man in Kirchen? Gar nichts. Ich bin hier dann eigentlich bald schon in Kap Golovo. Okay. Kip Golovo. Mhm. Wo ist jetzt hier schon? Feldflaschen findet man nur in Militärbasen, oder? Meistens ja. Und Airfield halt. Und Airfield. Brenton. Ja? Ja, ich weiß nicht. Wo ist jetzt hier schon? Wieder, wo wir sind. Wir sind bald da. Nicht, aber von der Kirche und von der Umgebung her. Achtung, ganz viele Stunden. Ja, wie lange braucht's nachher, noch? Wenn wir in der Ortschaft sind, so wie ich rechne mal mit einer Stunde, einer halben Stunde circa, bis wir bei dir sind. Also, wo treffen wir uns? Naja, wir wollten noch kurz in Zeno looten und dann. Wir gucken mal, wie sich's ausgeht, wie was wir waren. Du kannst auf jeden Fall nebenbei auch noch ein bisschen weiter looten gehen. Da kommt ein Zombie. Ja, zum Beispiel Bergsteiger-Rucksack, den habe ich vorhin nicht gehabt. Leute, ich traue mich nicht zu schießen, weil nachher treffe ich noch den Deutschtürbel. Da vorne ist noch ein Zombie. Ich gehe mal eine rauchen. Ja, mach noch. Boah, jetzt kriegen wir sicher gleich Besuch. Lieber Leute, bei Sam bleiben. Ist gleich Tag, oder? Da kommt einer. Hinter dir, Mark. Okay. Links kommt ein Zombie von der Kirche. Achtung. Ein Crawler, der ist nicht so schlimm. Warte mal, da ist ein Zombie verpackt. Wo ist der hin? Ich bleib einfach mal stehen. Haben wir jetzt alle Zombies? Jo. Wo ist der verpackte Zombie hin? Egal, solange er nicht da ist, haben wir kein Problem damit. Ja, der hat sich in Luft aufgelöst. Moment. Ich guck nur kurz nach Nahrung. Ja, mach mal. Hey, da steht schon wieder ein Zombie auf dem Dach. Guck mal. Ist nichts drin. Wo seid ihr? Leute, wo seid ihr? Die Straße hoch. Sind das Zombies oder sind das Spieler? Seid es ihr? Ihr seid es, okay. Gib ihm Hardcore. War da gerade ein Brunnen in der Nähe? Nee, ne? Nö. Einfach weiter. Zum geflogen Wirbrädel. Okay. Blutet jemand? Nö. Na gut. Lauf da kurz rein, mal gucken. Was steht da jetzt in Rot? Ich kann es nicht lesen.
Nothing. So, jetzt müssen wir eigentlich nur weiter den Straßenverlauf runterfolgen. So lange gerade. Wollen wir noch da reingucken, in das Haus? Ja, guck da ran. Gucken wir gerade noch mal die Karte an. Wir sollten uns alle mal kurz unsere Standpunkte ein bisschen verschieben. Alter, echt, ich hasse das so gern mal. Achso, ja, nee, der Dustin ist noch oben, gell? Munition für meine Waffe. Da ist nichts drin, oder? Nee, nur ein Papierzettel. Ja, ich habe einen Spaten, finde ich super. Nobebka, also da geht's weiter die Straße entlang. Ah, warte, du blutest. Wer? Sag, Serkan. Was? Ja, meine Schnellleiste ist verbuggt. Blöderweise. Wie ist das, wenn ich jetzt trinken will, Leute? Was ist denn verbuggt bei dir? Ja, meine Schnellleiste, wenn ich da was anwähle. Ne, da wählt es nicht aus. Das ging sonst immer. Den Scorpion legt der auch nicht mehr ab. Also gut. Muss ich alles so manuell über die Menü. Da können wir auch noch reingucken. Mal gut stehen. Hier eine BK 133. Echt? Munition, ganze Schrotflinte. Wow, da ist so ein, was ist das? Lederfett. Will jetzt eine Schrotflinte noch? Ich. Ja. Komm her, da liegt sie. Pflege-Sit findet, der sagt dann Bescheid. Musst du Markus heute nur ein bisschen Munition geben, so 20-30 Schuss oder so. Oder 25 Schuss, irgendwie sowas halt. Ich muss Markus unbedingt meine Waffe reparieren, die sieht richtig scheiße aus. Markus? Hm? Komm nochmal ins Haus. Kannst du mir kurz ein bisschen Munition geben? Ja. Dann hat er jetzt auch eine Schrotflinte, weil dann haben wir zwei Leute mit Schrotflinten. Dann wird das viel einfacher. Danke. Gut. Let's go. Mit Schrotflinte Zombies abknallen ist viel besser, oder wie? Ja, Zombies auf jeden Fall. Gegner sind halt dann auf Fernkampf. Ja, also für die Tür, also gegen Gegner ist halt Fernkampf, Sprachzentrum im Arsch. Gegen Gegner ist halt, also gegen Online-Spieler sind Fernkampfwaffen besser geeignet und gegen Zombies halt eher mehr Nahkampf, also so wie eine Axt oder eine Schrotflinte, solche Sachen halt. Jo. Ja, ich kann die Skorpion auch nicht ins Inventar so legen. Wahrscheinlich zu voll. Warte mal. 29 von 30 ist nur noch ein Platz bei. 36 von 42 auch kein Platz mehr. Ja. Warum ist das Schrotflint abgelegt? Ich hab keinen Platz mehr. Du kannst, die SG5K in den Rucksack rein, theoretisch, und dann die Schrotflinte auf den Rücken. Oder wo sie als Platz halt.
doch auch endlich mal wieder eine normale Waffe haben. Aber nein. Jetzt findet ihr nirgends deine. Ist deine SPK 5 da am Boden? Nee, vom. Na, wie heißt der Kollege? Markus? Nee, der andere. Benny? Nein. Hast du deine SPK 5 gerade abgelegt? Nee, der andere Kollege, der gestorben ist. Ja, die ist eh unnötig, die hat nicht einmal ein Magazin. Ich hatte eine. Okay, ja gut. Warte, Leute. Jetzt kannst du deine SPK 5 dann ins Inventar legen und die Schrotflinte auf dem Rücken ausrüsten. Also ich kannst du mir helfen, Brent? Also ich hatte irgendjemand noch Platz im Inventar oder braucht. Die brauchen wir eh nicht mit, die hat kein Magazin und keine Munition. Achso, soll ich die wieder ablegen? Jo. Warte mal, ich schmeiß mal Zeug raus, was mir zu viel ist. So, und jetzt gehst du einfach ins Inventar. Nehmen, Leute. Ja. Und oben auf Ausrüstung hast du jetzt deine SPK 5. Und die tust du einfach in die Hand kurz und dann ins Inventar einfach reinlegen. Hat irgendjemand noch Handschellen von euch? Ja, ich hab welche. Ja. Fessel mich und dann kann ich ja mal in mein Inventar reingucken. Ja, okay, warte. Mach ich gleich. Genau, und jetzt nimmst du die SGK 5 und tust es ins Inventar rein. Ja, du nimmst dir dann Munition raus, die ich nicht brauche. Also, ich habe die SK 5 und die Scorpion und die SG 5, die Polizeimaschinenpistole. Da brauche ich überall die Munition. Die restliche Munition, die kann ich dir rausnehmen. So, welche Munition brauchst du jetzt nicht? Nimm einfach mal was aus, das machen wir später dann aus. Weil das ist so verbuggt bei mir, ich kann nichts mehr rausnehmen, nichts mehr, ich muss alles immer rausschmeißen. 5,56 braucht keiner. 380 ACP brauchst du da nicht. Die ist für die IG 70. Und sonst für keine Waffe, die du da drin hast. Okay, alles klar, dann kann ich dich wieder freimachen. Den Rest schmeiß ich einfach mal raus. Ja, warte, dann nehme ich mal die 380 ACP. Die 45er ACP lasse ich dir drinnen, weil die ist nämlich für Dings. Achso, warte mal. Nein, 45er ACP brauchst du auch nicht. Weil die SG5K läuft auf 9,19 mm. Und dann ist noch so ein Holzbalken drin, den kann ich auch rausschmeißen. Ja, warte, ich bin in die Hand. Ich bin schon wieder tot. Also 45 ACP brauchst du eigentlich nicht, weil du hast jetzt die Mosin drinnen, die SK. Da 45er ACP, 45er ACP. Die brauche ich. Denken, ich brauch für die Mose. Scorpion, die habe ich hauptsächlich mit der Schieße hauptsächlich. Ah ja, genau, die Scorpion, warte mal. Ja, das brauche ich. Die hast du in der Hand, gell? Nein, der liegt am Boden. Mit was schießt die Scorpion noch einmal? Sag ich dir gleich. Schau mal nach, Markus. Sag ich dir gleich, warte. Ich glaube 380 ACP, oder? Oder 45er? Die liegt da gerade, warte. Scorpion 380. 380 ACP, gell? Gut, dann hau ich dir die 380er wieder ran. Aber die 45er kannst du mir geben. Ja, ich brauch auch 45er. Hä? Was machst du? Oh, er befreit sich gerade von der Fläche. Ja, warte, ich mach schon auf. Oh, warte, ich nehme jetzt nur einmal 17 Schuss von der 45er raus. Und dann mach ich jetzt schon auf den Traktor. Sonst machst du nämlich kaputt, glaube ich. Ich hab irgendwie gerade. Oder so. Wenn ich sollen sterbe. Dann rumrennen muss. Drop sie einfach. Kann ich irgendjemand fashion?
cool. Ich leg so die 380er wieder auf den Boden. Jo. Die liegt da. Und dann der Scorpion liegt auch da hinten, gell? Ah ja, warte, Markus, stimmt. Ich glaube, jetzt muss ich wieder meine Schnellleiste machen, kann das sein? Ja, ja, muss ich davon anmachen. Meine SK fehlt. Meine SK ist. Die liegt hier. Hinter dir, da. Hast du doch die Munition? Ja, hast du. Ich glaube schon, warte mal. 380 HTP. Ja, jetzt geht's schon wieder. Komischerweise, das hat sich irgendwie verbuggt. Irgendwas hat sich da aufgehängt. Aber gut zu wissen, du hast jetzt die Handschellen nochmal mit. Das passt. Die Handschellen hab ich weggeschmissen. Da habe ich hier hinten auf die Straße gelegt. Wo circa? Warte. Da, ich hab's schon. Gut. Was liegt hier? Die ist unnötig, die ist vom Hüttel von vorhin. Ach so. Aber Hüttel, bist du vorhin gerade gestorben, oder? Zombie? Ja. Wer ist gestorben? Der Hüttel schon wieder. Oh Mann. Irgendwie stirbst du immer an Zombies. Nee, ich habe keine Ahnung warum. Das ist gute Bambi. Was? Bei einem normalen Menschen schaffe ich sie. Benny, was nochmal? Den, wo wir abholen wollten. Jo. Ach, ich gebe dir nachher meine SG 5K. Schau doch mal meine an, warte. Yes. Aber er soll es dann nicht noch machen. Brandon. Was denn? Ich krieg einen Schalter einfach bei mir nicht drauf, oder? Was denn? Dass ich gerade gestorben bin, ich bin jetzt näher am Ziel, als was ich vorher war. Ich hätte mindestens 15 Minuten gehen müssen. Gut. Minimum. Ich war Elektro-Wotsk fast dort. Und jetzt bin ich in Tschernogorsk. Ach, okay, das ist ein Mitspieler. Ich dachte, da ist irgendwo ein Zombie in der Nähe. Nee. Also gut, er ist jetzt Tscherno. Der schon. Noch keiner von euch hat auch einen Wolf gehört, oder? Nö. Da. Hat irgendeiner von euch eine Angel? Ich hab gesagt, du siehst, wo ich bin. Perfekt. Was nochmal? Eine Angel? Oder eine Schnur? Nö, warum? Weil kurz vor Zellnau gibt es so ein kleiner See und da kann man dann Fische rausziehen. Ah, okay. Ne, ich bin dran. Da braucht man ja noch einen Haken und alles. Da braucht man ja einen Haken und alles. So einfach geht es nicht. Wow, jetzt sind wir fast mal hin. Neun Zuschauer, was geht ab? Okay, ich weiß, wo wir sind. Weißt du, wo wir sind? Glaub mal, ja. Ja, alles geradeaus ist mehr richtig. Ja, Markus ist schon irgendwo. Wir sind kurz vor Zellnau. Jo. Drei Kilometer noch, oder? Ja, drei Kilometer noch bis Zellnau. Da war irgendwer. Wohin? Dings in den Haus vorher. Jetzt wirklich. Oh Leute, wo seid ihr? Wohin geht's hier jetzt eigentlich? Wir gehen nach Zellnau. Wir sind stehen geblieben, oder? Na, der Markus ist schon weiter vorne. Nach Tscherno? Nee, das bin ich. Zellnau. Achso, das bist du schon. Okay. Also in dem Haus war jemand, also vor uns sind Leute gelaufen. Über. Wir müssen über Tscherno bleiben. Wir müssen ja bleiben, weil Zellnau ist wie Erfeld. Ohne Witz, das ist so gefährlich. Ja, willst du wirklich nach Zellnau rennen? Wir können doch umlaufen und die Ränder abklappern, ja, sozusagen. Aber die Militärbase ist halt schon gut.
Aber es kann sein, dass die halt auch schon leer gefarmt wurde. Ja, ja, Zellen wird wahrscheinlich beliebt, überhaupt weil es relativ nah am Strand ist, weißt du. Ja. Und der Loot ist echt gut. Das kann gut sein. Also wenn wir jetzt dann krepieren, halt, da haben wir alle die Arschkarte. Hat irgendjemand von euch ein Fernrohr oder Ziel am Gewehr, dass er... Nein, hätte ich gerne, ich wollte mir eigentlich das PSO mal 1, also das PSO 1 auf die Mosin draufhauen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Also treffen wir uns jetzt eigentlich in Kamenka, oder? Ja, wir sind am Weg. Okay. Ja, ich würde halt schon gern schnell in die Militärbasis in Zeno reinspiegeln und wenn man dann merkt, okay, da war schon jemand, dann gleich weiter. Ich weiß nicht, ich hab irgendwie Schiss vor Zeno gerade. Wer? Ich. Warum? Naja, jetzt denkt sie. Ich da einen Helikopter spawnen gewesen. Wo? Links oder was? Nee. Da fehlt die Ressource, das ist was anderes. So. Haltet Ausschau, weil es kann gut aus möglich sein, aber die rauchen eigentlich, oder? Die Flashes rauchen doch. Oder gibt's die rauchend und nicht rauchend? So war's doch. Kann sein. Bin ich mir gar nicht sicher, ich hab noch nie irgendwie Heli-Crashes gefunden. Ja, also wie gesagt, ich hab halt ein bisschen... Heli-Crashes mehr. Keine Ahnung, also geben schon mal auf der Karte, wenn sie angezeigt werden, das ist die Daisy Standalone 1.0 Karte, also. Aber die sind jetzt noch seltener wie früher, glaube ich. Also man findet hier auf jeden Fall besser Loot als wie am PC. Das auf jeden Fall. Es geht hier schneller. Wer gesagt hat Angst vor Zeno? Ich, Hell Angel. Wegen den Wölfen oder was? Nein, nicht nur wegen den Wölfen, weil was wenn uns jemand überlegen ist und uns wegholt? Oder zwei von uns? Ja, das habe ich die ganze Zeit. Aber das ist DC, ich meine. Aber jetzt, genau jetzt, dann wo wir wahrscheinlich voll gelootet sind, Alter, werden wir irgendwann weggeholt. Das wird kommen, Alter. Das ist immer so, aber egal wo du bist. In Zeno, das kann auch unten passieren, das kann überall passieren. Ja, es kann eh überall passieren, ja, aber. Scheiße, wär's halt jetzt dezent. Ich meine, Waffen findest du eh wie Sand am Meer. Am sinnvollsten wäre jetzt natürlich gewesen, nach Novaya Petrovka zu gehen und ein Zelt zu holen. What the fuck? Theoretisch. Brandon. Weil dann hätten wir unser Loot irgendwo sichern können. Ich bin gerade dezent 3 Minuten sozusagen Gehzeit zurückgepackt. Ich muss kurz auf die Toilette. Ja, gut, wir machen mal Pause. Das ist richtig geil. Ja. Am jetzt darf ich die ganze Strecke nochmal gehen. Ich kann leider immer gerade noch nicht sehen, wie viele Zuschauer wir haben. Ich hab warum, genau eine. Warum gibt's jetzt keine Wildschweine mehr? Das war früher in der hier auch noch so schön Wildschweine jagen. Bei mir sind noch 43 Kommentare. Ich brauche es das Trinken. Wie viel schreiben die unter Kommentaren? Vorhin oder eine Typi da. Und bezüglich Beitrag, ob er mitzocken kann, pipapo. Dann Defcon Owner, ein Kollege von mir und Lennox halt. Und jetzt so Nathan Van Horn. Jawohl, oder? Oh. Wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben zwei oder so. Drei Viertel drei. Kurz vor drei. Ja. Was ist das für ein richtig großer Turm rechts von uns? Der Sendemast. Jetzt auf den Weg nochmal latschen, oder? Aber da braucht man gar nicht hingehen, weil das bringt nichts. Wo geht's da raus? Ja, nein, sieht interessant aus. Nee, da läuft nur ewig hin und da ist kaum Blut. Na du? Irgendwo locken
schlafen wir uns denn aus oder wie lange wollt ihr noch spielen? Keine Ahnung, mir ist es völlig egal. Also ich, wenn macht, kann ich auch die Nacht durchmachen, also mich juckt's nicht. Ja, ich genau. Also ich würde könnte gerne noch den Stream bis auf so 3 Stunden ziehen und dann hauen wir sich alle hin. Also theoretisch jetzt noch so bis 3 oder 4. Es ist schon fast 3, aber. Ja, fast. Aber noch nicht ganz. Es ist 3:15. Ja, wie gesagt, fast noch ganz. 3:15. Wo ist jetzt der eine, wo man abholen wurde, wo ist der gespawnt? Und der ist jetzt fast, warte, wo bist du fast bitte? Wie gesagt, ich bin jetzt gerade dort, wo mein Ding ist. Ja, ich hab's gerade nicht im Blick, weil ich hab gerade vor mir den Livestream offen. Wegen Kommentaren. Ich bin fast den. Na, wir da, können wir beide oder warten wir noch auf den? Wir warten kurz auf den Serkan, der ist gerade im Klo. Ist der beim Flugplatz, ist es glaube ich. Berentino wahrscheinlich oder so. Nein, Airstrip. Ja, Berentino. Das ist gut, Berentino ist doch gut. Gut, da ist er. Da ist gutes Loot mit Rucksack und so. Und wenn du Berentino. Da ist noch ein anderer Spieler? Ja. Wo? Bei ihm. Deine Füße stinken, Benny. Okay. Ja, der läuft mir nach. Geh los? Gut eingelaufen. Ja. Er will mich durch nieten. Schießt er auf dich oder was? Nein, aber ich mir gerade die ganze Nacht drauf. Damit ich keine Blasen krieg, habe ich in jeden Schuh einmal reingepinkelt. Aber der hat keine Pistole. Ah, ja, genau. Das ist zum Sterilisieren und so, gell? Ja. Nur lecker. Damit aber wenn ich schon mal da in der Nähe bin, dann hole ich mir auch. Und am besten immer schon den Wald kacken und die Blätter als Klopapier nehmen. Genau. Haltet auch ein bisschen Ausschau, seid vorsichtig. Rennt nicht so wild in Xeno rein. Wow, let's go. Spaß. Bam, 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 alle weg. Wir sind eh eigentlich so bewaffnet, Alter. Wir haben so viele Waffen und eigentlich genug Munition. Wir können die ganze Stadt aufräumen, Alter. Es braucht einer uns nur richtig an der richtigen Stelle treffen, dann sind wir weg. Ein Headshot tot. Ja, aber wenn sich einer gut versteckt, den man nicht findet, das ist schon mal passiert. Dann haben wir Hört nach Wolfsgeräuschen ohne Scheiß, ja so Schiss. Aber jetzt sind wir eigentlich hier relativ auf offenem Feld, also. Na, wir sind da müde. So, ich habe jetzt eine Waffe auf jeden Fall. Was ist denn? Der deutsche Türke hat schon wieder 2 Hammer. Bist du? Jetzt ist es Hell Angel. Was hab ich? Fliegenden Gewehr. Hell Angel mit Cool. Gewehr. Nice. Mit dem schieße ich jetzt einfach quer durch die Luft. Damit treffe ich jeden, Alter. Scharfschützengewehr mit Hochsitz, Alter. Leute, wartet mal schön. Hallo, warten. Da fehlt was, das ist nie im Leben Zelno. Das ist eine andere Ortschaft. Das ist Zelno. Das kann nicht sein. Das ist nicht Zelno. Och, das wird noch viel größer. Das ist die Ortschaft davor, das ist nicht Zelno. Warte, ich guck mal kurz nach. Das kann nicht Zelno sein. Eigentlich haben wir keine Ortschaft davor mehr.
Ich habe ein Peso 1 Zielfernrohr. Wenn wir alles richtig gelaufen sind, sind wir jetzt in Zylindro. Und doch, wir sind richtig. Das sehen wir ja dann, da müsste die Militärbasis da irgendwo sein, oder nicht? Das ist eine Kirche, das ist erst der Anfang, gell? Das geht doch nach links viel weiter. Wenn wir umranden, wenn wir links umranden, gell, dann könnten wir hintenrum zur Militärbasis und sparen sich den ganzen Beef drinnen. Ich hab da zwei Heli-Flugplätze entdeckt. Oh, du bist auf dem Palota Airfield. Ja. Kommt's mit? Wir laufen, umlaufen jetzt mal links und gehen mal in die Militärbase rein, weil dann wissen wir, ob da wer war oder nicht. Dumm gehen wir Stress, Beef, sonst noch was. Das ist gerade unser einziger Vorteil. Ich muss geduckt laufen, oder? Wegen den Wölfen, ich hab keine Ahnung mehr. Ja, nein, so normal halt, aber Waffe bereithalten auf jeden Fall und immer wieder umgucken. Eure Waffen sind alle geladen, oder? Ihr habt alle die SK. Das, ja, mit 10 Schuss aber, oder? Ja. Voll geladen hat. Ihr müsst schnell sein, wenn die Wölfe jaulen. Ja, ziehen und schießen kann ich auf jeden Fall, aber ich würde lachen, genau hier finden wir jetzt einen Sniper in Ghillie Suit, Alter. Wo sind wir, Leute? Wir sind im Zelt noch, guck, das ist noch riesengroß. Ja, schon, aber wo genau? Ach, jetzt weiß ich wo. Ja, wir laufen jetzt links rum. Leute, kommt mit, ich hab eine Idee, kommt mit. Welche denn? Was willst du machen? Bitte komm kurz mit, lauf mir mal kurz hinterher. Was hast du vor, Benny? Ich möchte von der Seite auf die Militärbasis. Ja, das wollte ich ja gerade machen. Ich wollte ja gerade links rumlaufen. Ach, von der linken Seite und dann von oben. Ja, weil dann kommen wir nicht direkt zu den Gleisen. Okay, aber das müsste die Straße sein, wo dann hier hinten oben der See ist. Genau. Nein, von der Straße sind wir gerade gekommen. Wo war denn der kleine Seeteich? Der müsste ja dann da oben irgendwo sein. Kann gut sein. Laufen jetzt mal hier alles links rum. Weil so kommen wir nicht zu den Gleisen, so kommen wir zu keinem Bahnhof, so kommen wir direkt zur Base. Nee, das bringt doch nichts. Das bringt doch alles nichts. Ich hab grad null Orientierung, aber ich hab... Mach doch, ich hab die Map von mir. Ich hab meine Basis in Zeno gehabt. Also ja, wenn es lang her ist, kannst du ja nichts machen. Also nicht so schlimm. Ja, mir ist nicht so schlimm. Ist das ein Car-Tent oder ist das ein Wohnmobil? Nee, das ist ein Haus. Okay. Boah, das wäre jetzt so geil gewesen. Ein Car-Tent. Und dann noch schön gefüllt mit M4 und so. Alter, ich hab keinen Plan, wo wir sind. Mir geht's jetzt nicht. Oh ja, ich war schon. Wir laufen jetzt da weiter. Da vor uns, wenn wir jetzt in die Richtung laufen, sind da so kleine Häuser beim Abhang, sozusagen. Und da ist dann so ein kleiner Feldweg und den laufen wir ein bisschen entlang. Also wir laufen eigentlich die Stadt und dann gehen wir auf die Militärbase zu. Wo ist die Militärbase eigentlich? Theoretisch auf der Vorderseite, Richtung Strand. Das heißt, wenn du vom Strand hochkommst, ist das erste, was du siehst, dann Militärbase. Bei mir ladet die Grafik voll lang hinterher, Alter. Okay, was ist das? Nein, ich bin auch so, deswegen kann ich mich nicht so schwer orientieren. Hier ist jetzt so ein kleiner See oder so, warte mal. Ja, hier ist so ein kleiner Teich.
Aber den habe ich nicht gemeint. Nein, nicht. Manu. Das Wasser würde ich auch nicht trinken. Nö. Du bist krank. Ja, da haben wir wieder das Problem mit den Tabletten. Da jetzt eh alles backt, kann das dann ganz schnell passieren, dass wir dann sterben. Uns bleiben wir einfach hier. Laufen wir durch, da vorne ist die Feuerwehrstation. Ja, wir haben es gleich durch. Denn wir sind halt riesengroß. Was ist unterhalb von Zeno am Strand? Wie heißt die Ortschaft nochmal? Kamenka oder irgendwie sowas? Ja, genau, da haben wir eine Kamenka. Ja gut, außer er spielt noch weiter, ansonsten könnten wir uns in Kamenka dann irgendwo ausloggen. Ja, genau, weil wenn wir sowieso den Hüttel von Kamenka abholen. Einmal. Und dann können wir dann überlegen, ob wir weitergehen noch irgendwo oder ob man Stopp machen für heute. Weil Zeit jetzt noch holen, das würde jetzt auch noch mal 1,5 Stunden dauern. Ja, bis wir das alles haben und dann später wieder neuen Server suchen. Und langsam fällt ja die Konzentration mit der Müdigkeit. Alter. Und wenn können wir ja morgen auf Airfield laufen. In Berenzino. Morgen kann ich leider nicht, aber am Freitag. Ja, fix. Hier ist die Militärbasis. Hier gleich rechts von uns, gell? Ich hab den Turm, den Hochstand gesehen gerade. Ja, ich sehe auch. Ja, das ist einer. Ja, das ist er. Leute, aufpassen. So, und auf der rechten hier ist offener, hier hinten ist offen. Auf der linken Seite im Wald, da sind lauter Wölfe, ihr müsst echt aufpassen. Ja. Hier hinten ist offen bei der Mauer, von da können wir rein. Ja, ich weiß. Boah! Was war? Bin gerade mega weit geflogen. Das ist ein Zombie. Das machen wir per Hand tot, weil hier schießen. Nope. Ja, ich weiß nicht, ob wir schießen sollen mit den Wölfen, ich weiß nicht. Ich habe aber nicht Dings. Ein Schalldämpfer. Das heilt die voll fast trotzdem. Na warte, ich hol's weg mit dem Schalldämpfer. Weg. Hab ihn. Okay, jetzt geradeaus in das erste Gebäude rein. Jo. Das sind überall Zombies, gell? Ja, das ist übel dort, aber der Loot müsste sich lohnen, wenn es niemand gelootet hat. Zwei. Macht hinter euch gleich zu. Lass mich rein. Er kommt, komm rein. Okay. Oder so. Tarnnetz. Es gibt voll viel Nahrung, ey. Was ist denn hier los? Warte, das ist ein Tarnnetz. Kampfhandschuhe. Hab ich schon. Militärmütze, ja, wie geil. Aber sonst auch nicht. Sollte nicht alle. Ja, gut. Schießen ja, nein.
Ja, jetzt bleibt uns ja nichts mehr. Ja, schießen, schießen ist egal, schießen. Tarnet, naja. Ja, ja, bei dir ist nicht nur bei dir ist gerade verbuggt, Alter. Ich kann gar nicht schießen. Hey. Meine Kugeln prallen die ganze Zeit an der am Glas ab, oder? Zombies hier abgeschlachtet haben, dann würde ich sagen, rennen wir schnell durch und looten. Jo, machen wir die Tür. Mach den mir die Tür. Da sieht's nee, noch ein Schwert. Da ist noch mal ein Zombie, da kommen noch welche. Sind noch drei Stück draußen. Drei Stück waren. Ja, egal, es sind ja schon mal nicht mehr so viele. Traut sich wieder die Tür aufzumachen. Ich mach das. Der eine Ollen habe ich einen Headshot gegeben und die rennt weiter. Läuft bei ihr. Bam, es ist jetzt so extrem, dass die Grafik extrem nachhängt bei mir gerade. Leute. Warum hast du abgeschlossen? Nee, hast du nicht. Ich bin im großen Gebäude ganz hinten. Was ist das? Was ist das? Warte. Wow, ich kann es nicht mal ins Inventar, weil. Wow. Da ist nichts drin. Mein Inventar ist voll. Leute, wo seid ihr? Ah, hier. Was ist da drin? Jetzt. Das ist so ein Gebäude, so ein kleines komisches Lager. Eine Werkstatt. So eins Zielfernrohr. Ergänzungstasche. Die Notfackel brauchen wir ja nicht unbedingt, oder? Ich glaube nicht, nein. Ja. Aber was meint ihr? Not ist okay, oder? Muss er noch seine Waffe reparieren oder so, weil hier liegt noch am Boden ein Waffenpflegeset, gell? Ja, nehmt auf jeden Fall hab ich ja gesagt. Einfach. Wo seid ihr, Leute? Nein, es geht. Ich bin in ja, ich kann es nicht mitnehmen, mein Inventar ist... Ja, jetzt habe ich es eingeschleppt. Leute, nein, bitte nicht. Was? Was ist los? Das hat übel gebackt. Ein Sturmweste. Am Franzosen. Ich hier oben was Gescheites drin.
Nö. Keine Phantomshose, Notfacke. Habt ihr den Rest schon durch, oder? Sturmweste, Notfacke, okay, einmal alles durch. Moment, wo seid ihr? Wartet mal vor dem Gebäude. Warte, das haben wir durch. Irgendwo habe ich noch was gesehen, militärisches. Und Hochstand habt ihr auch schon geguckt, oder? Nö. Drin. Warte mal, da unten, das sind so Züge. Aber das gehört ja nicht mehr zum Militär wahrscheinlich. Doch! Da ist ein Zelt. Wo? Hinterm Haus oder wie? Ja, da ist ein Panzer und alles. Hinter dem Haus. Warte, wo seid ihr? Ja, genau. Lauft mir mal hinterher. Ihr kommt mal hier runter. Gehen die Container überhaupt auf? Ihr wart in jedem Hochstand hier, oder? Kommen wir gar nicht mal hoch, Alter. Das sind Stiefel. Ja, ja, die Container genau. Wer steht bei mir in der Nähe? Extrem leck. Ich sag fest. Doch nicht. Gut. Wo seid ihr? Ach, am Stiefel. Wo das Zelt unten ist, oder? Bei den Container. Welchen Container? Ja, wo die ganzen Container hier sind, hinten. Nicht beim Zelt, warte. Seid ihr das, oder? Seid ihr das? Ja, ihr seid. Ja. War da was drin? Ja, SK-59. Oha. Kannst du einfach. Hast du gerade ein Gewehr gefunden? Ja. Nice. SK-59 Sturmgewehr oder was? Der Benny kann das nehmen. SK-59. Ich kann nichts mehr nehmen. Ich glaube mein Inventar schaut. Ich sehe ihn nicht mal am Boden. Oder? Ach so. SK-59. Ich dachte das schon, Alter. Feldjacke und was ist das? Wahrscheinlich auch eine Feldjacke. Sturmhelm, wie sie hat jemand einen Sturmhelm? Ja, ich glaub. Ja, komm her, da sind wir hier. Ja, Moment, ich hab nicht meine SK hier nehmen, wo auf dem Boden liegt, ich meine. Jojo. Hinter dir liegt noch ein Sturmhelm, wie sie. Dann kannst du die Schnellleiste nicht nutzen, weil er dann das Gewehr nicht mehr in den Rucksack stecken kann. Wer läuft hier? Ich. Zerka. Also. Die Hochstände habt ihr auch schon angeguckt. Ich bin jetzt ein Qualoter. War gerade auf einem. Hä? Ich war gerade auf einem Hochstand. Was seid ihr? Weil meistens ist noch ein Zellen nur looten. Zähl noch. Wo ist das? Verpackte 7,6 mal 9mm Munition braucht er. Was? Wo ist es? Zelenogorsk. Ja, ich nehm's einfach mal mit, das kann ich noch nehmen. Jo. Ja, ich hab nämlich auch eine Packung, die brauchen wir dann wahrscheinlich dezent oft, also. Seid ihr bei diesem Punkt Waffen sehr gut, oder was? Ja, ich glaub ja. Also in Zelenogorsk. Jo. Okay, passt. Gut, Jungs, haben wir alles? Moment. Ja, dann sind wir jetzt circa gleich schnell. Hat jetzt jemand noch einen Sturmhelm? Scheiße, du kannst auf die Sturmweste die Ergänzungstasche rauf ausrüsten. Auf welche Jacke? Auf die Sturmweste. Ja,
habe jetzt nur Munition gefunden. Wo seid ihr? Kannst du die Ergänzungstasche drauf ausrüsten, dann hast du 30 Platz mehr. Ich habe nur die Feldweste. Hast du es gerade gemacht? Mhm. Feldweste, das ist die von mir. Ich glaube, da geht's auch. Hast du es gerade gemacht, Markus? Mhm. Nice. Nice. Und noch eins liegt da nicht mehr. Jo. Oder? Fernglas? Braucht das wer? Ja, ich habe jetzt... Wär cool, wenn irgendjemand nehmen kann, das Fernglas, weil dann könnten wir gucken, wo... Schon drin meine Tasche. Was? Schau unter meine Tasche, unter meinen Bergsteiger-Rucksack. Halt, wie hast du es gemacht? Bei meiner Weste geht das gar nicht. Welche Weste hast du an? Die Feldjagd, die Feldweste. Jetzt gehen wir ja, Maya. Na, Sturmweste. Sturm. Achso, okay, Maya. Ja, wusste ich aber auch noch ans Mist. Kurz vor Kamenka, wo wir gucken wollten, ob da noch guter Loot ist. Ja, können wir machen. Guck kurz irgendwie auf die Karte. Panzer, nix. Guck kurz wer auf die Karte den Weg, weil ich hab noch einen Livestream offen. Ja, ich weiß den Weg, ich kenne mich jetzt aus. Okay, oh, perfekt. Da bin ich sicher. Wartet kurz. Da bin ich mir ganz sicher. Ist die Straße hier hoch? Lass es kurz nachher los. Mhm. Was hast du gerade für eine Waffe in der Hand gehabt, Alter? DSG. Okay. Warte noch kurz auf Markus. Benni, du bist da vorne. Ja, ich bin da vorne. Ich hüpf mal. Kommt ihr? Ja, der Markus macht was. Er ist klumpet. Macht schon wieder ab, oder? Seit wann sind hier Schienen, Mann? Ich habe einen Autokühlergrill. Total. Oh, seit wann braucht man für ein Auto noch einen Kühlergrill dazu? Das wusste ich nicht. Also man du brauchst alles mittlerweile, alles. Mhm. Zum Glück keine Kolben und Pleu. Versuch mal einen Pleuring zu finden, Alter, hier. Wir müssten eigentlich zu 7 oder zu 8 sein, um ein komplettes Auto zusammenzubauen. Nicht direkt, also zu 5 geht das schon, aber wir bräuchten zwei Autos für 8 Leute, Alter. Nee, ich meine wegen den ganzen Teilen. 4 Reifen, das. Das kriegt man eigentlich zu 4 schon hin. Kommst du, Markus? Ja, ich versuch gerade was. Jetzt so. Irgendwie hier hoch, wo die Bäume sind, da müsste eine Straße sein. Ja, wo bist du jetzt? Ah ja, da links vorne. Okay. Wo seid ihr? Hier. Ja, hier oben, wo die Bäume sind, müsste eine Straße sein, laut damals, wo ich mit dem PC gespielt habe. Guck lieber auf die Karte. Und dann kommt man im Pavlovo raus. Ah, hier ist eine Straße. Nee, hier ist keine Straße. Warte. Bevor wir hier ins Innenhaus rennen. Stellung, wir sind jetzt die Schiene entlang. Ja, wir müssen links hoch durch den Wald. Also da schon links hoch. Das hat schon gepasst, gell? Jo. Ganz oben ist eine Straße über den Hügel. Dann kommen wir ein paar Flobo raus oder wie das heißt. Perfekt. Markus, kannst du mich kurz füttern mit irgendwas? Ich hab nichts mehr. Irgendwas kleines Thunfisch oder so. Oder hab ich noch was? Nein, ich hab gar nichts mehr. Warte. Auf der Straße oben ist nur kurz innehalten, außer trinken.
Ah ja, genau, jetzt gehen wir dort. Ja. Wartet kurz oben, wartet kurz oben, Markus. Ich will gerade Essen geben. Ja, ich warte oben. Aber bei mir ist es fast rot. Ich tu mich kurz durchfüttern. Ja, ich habe bald gar keine Hunger mehr, das ist gut. Nie wieder essen. Perfekt, thanks. So, wo da jetzt hingelaufen eigentlich? Warte mal, ich glaube, da hoch, oder? Da der auf dem Hügel hoch? Ja. Oh, okay, passt. Wir kommen schon hoch. Da rennt wer. Da rennt was. Wo? Links? Links? Rechts? Da? Rechts? So, Benny. Ah, da ist der Kampf. Ich bin an der Straße. Blauer Helm, das bin ich. Ja, ja. Blauer Helm, roter Rucksack. Nicht zu verwechseln. Ja, den Helm habe ich noch nicht gesehen. Oh fuck. Ich kann die SK nicht mehr wegstecken. Wie SK wegstecken? Ja, ich kann es nicht mal einstecken, mein Inventar ist gerade wieder voll, Alter. Ja, bei mir auch. Viel aufgedreht, nächstes Jahr, scheiß Bro. Wir müssen echt ein Lager aufbauen, wir haben so viel Loot. Penny, warte. Die Rucksäcke sind die ganze Zeit voll. Ich wurde... Das Spiel hat sich gerade geschlossen, weil wir haben viel aufgedreht. Benny, warte kurz. Oh. Ich bin nicht Benny. Du müsstest sie wieder wegstecken können. Für was ist... warte mal. Verpackte 5x5, 6... Hä, warum kann ich die... Warum kann ich jetzt nicht mehr ins Inventar reinlegen, Alter? Weiter. Ich hab im Rucksack 55 von 80 Platz, Alter. Wow. Ja, vielleicht gibt's da nochmal. Jetzt auf einmal willst du. Aber jetzt kann ich die... Hä? Kann der Fix jetzt nicht mehr weglegen. Ach ja, das gibt's nicht. So, Leute. Muss ich da rechts umschicken fest? Warte kurz, ich hab grad die Urprobleme da. Ein paar Flobo könnten wir noch in die Polizeibasis reingucken. Und da gibt's auch einen Brunnen, dann können wir Trinken auffüllen. Ja, ich muss die Ergänzungstasche weggeben, weil der Hund und sonst die Maschinenpistole oder so wegsteckt. Sechs Zuschauer. Um die Uhrzeit, holy shit. Nochmal hallo an alle neuen Zuschauer. Was geht ab? Ich will gar nicht wissen, wie lange wir eigentlich schon herumrennen, Alter. Warte mal, Alter, wo ist meine Axt überhaupt? Oh, da.
Warum ist nicht mehr Rücken? Bleibt kurz da vorne, ich komm gleich wieder. Ich kann jetzt wahrscheinlich doch die Feldtasche mitnehmen, die Axt war nämlich im Rucksack. Alter, ich hasse dieses Spiel einfach. Du kannst es ja wohl dem Benny geben, der kann es ausrüsten. Ich würde die dann auch gerne haben, weil ich hätte dann auch gerne gekriegt. Oh wow, ich finde die nicht. Oh doch, da. Hier. Benny, komm mal her. Also, bleib kurz vorne. Hat er auch eine Feldweste? Nicht Feldweste, sondern... Warum sind wir eigentlich so blöd und laufen die Straße entlang? Gute Frage. Warte mal kurz. Ich hab noch was für dich. Du eine Ergänzungstasche. Musst du jetzt hier, oder? In der Straße unten. Ah, da. Warte, Benni. Bleib da. Komm her. Was bitte? Die müsstest du ausrüsten können. Da. Wo ist die? Kannst du sehen? Ja. Ja, jetzt hast du nochmal 30 Platz. Ja, genau, 30 Platz. Okay, warte mal, ich guck, ob es geht. Was ist jetzt los? Na, warte. Müsste jetzt eigentlich die Pepsi. Wieso geht es nicht? Das geht doch. Was ist das Problem? Pepsi Cola. Nocca Cola. Also, das dauert ja ewig, bis da mal Trinken angezeigt wird. Okay, weiter geht's. Perfekt, weg. Oh, jetzt haben wir es eigentlich verbaut, Jungs. Das ist die Holzhütte, jetzt kenn ich mich wieder aus. Was haben wir jetzt als nächstes für eine Stadt? Da, wo man sich eigentlich treffen wollte mit dem, gell? Okay. Haben wir jetzt da eigentlich noch eine Militärbesten an, gell? Oder? Ich weiß gar nicht, wer da gerade schon. Doch, da kommt noch eine, da sind wir jetzt gleich. Da laufe ich jetzt hin. Okay, da, Alter, ich bin schon schon hier. Zwei Militärbases dort. Eine kleine und eine etwas größere. Wo soll man hin? Etwas größere, oder? 5 Schuss CR 527 Magazin. Ein Spieler. Wo? Nee, das bist ja du, Hell Angel. Jetzt. Ja. Hä, warst du vor mir in dem Haus? Ja. Ich bin links gelaufen. Okay, dann gehen wir weiter runter, Leute. Wo seid ihr? Die Schüsse draußen. Ja, weil die eine Militärbasis Pavlovo links runter. Viele Zombies und das Loot ist nicht so gut. Lieber geradeaus Pavlovo runter, wo ich hingeschrieben habe. Mal gucken, ob Loot gut ist. Da gibt es besseres Loot. Jo. Wir sollten eigentlich mehr im Wald laufen. Weil ich weiß nicht, ob der Spieler nach Zellner hochlaufen wollen, weißt du? Ja, das kann gut sein. Jo. Irgendwie ist egal, ich nehme einfach die SK und bin ein... Zombie-Geräusche. Ich hab gerade gegähnt. Mir ist egal, wenn jemand vorbeikommt, ich knall ihn weg, Alter. Ich bin so müde, Alter, ich schieße auf alles. Langsam ist die Konzentration im Arsch. Ich will auch endlich ins Bett, hey. Es ruft, gell? Es ruft, aber auf der einen Seite möchte ich unbedingt nur in die Militärbasis rein. Ja. Also irgendwie im Stream ist es noch voll hell.
Und bei mir ist es schon extrem dunkel. Gut, hier auf dem Bildschirm ist sich extrem Schatten und so weiter, also. Ich wollte hier jetzt noch looten, nicht unbedingt. Ich will jetzt in die Militärbasis und dann. Ja, und wir kriegen langsam nach. Und dann will ich raus. Ich glaube, wir werden vorher schon Stopp machen, weil. Ja, Militärbasis ist nicht mehr weit. Multivitamin-Tabletten gefunden. 10 Minuten nicht mal. Da haben wir schon nach. Brunnen sind wir auch gleich da. Fix. Wer muss was auffüllen? Gar nichts, ich verbrauche bis jetzt aber nur die Dose, die ich die ganze Zeit einstecke. Okay, wir sind gleich da, Moment. Nee, warte, da ist die Kurve, das ist schon zu weit, da geht's hier runter, zu der Militärbase. Hat hier irgendjemand Orientierung Plan? Da müsste irgendwo zu der Base und ich glaube, das ist hier. Finden wir schon irgendwie ohne App jetzt mal. Oh, Zombies. Ja, hinter uns. Oh, der war ja gleich weg. Boah, jetzt kriegen wir wahrscheinlich ein paar mehr. Ja, jetzt stimmt, der Weg stimmt. Alter, ich müsste auf dem Stream gucken, dass ich richtig gehe. Ohne Spaß. Es ist so dunkel. Da drin? Eine Türe vom Auto. Okay. Also hier müsste. Ja, jetzt sind wir richtig. Okay, Leute. Jetzt geht's in den. Ja. Jetzt geht's in den Wald rein und dann links oder rechts ist eine Militärbasis. Was ist da drin? Autotüre. Wow, ich sehe beim Stream. Links ist sie. Links ist sie weiß. Habt ihr die? Ja, ich hab sie gerade gesehen, ich habe Leuchten gesehen. Wir müssen da links durch den Wald ein Stück. Genau, jetzt, da drüben ist ein Leute. Wir gehen durch den Zaun durch. Durch eine Zaunlücke. Ja, das ist nämlich ein Hochsitz. Oh, wir sind Eingang. Jo. Alter, über den Stream sehe ich dreimal mehr als wir hier. Kack-Schattenspiele. Haben wir da auch Zombies? Ich hätte dir gesagt, wir loggen sich einfach hier aus. Alter, ich sehe gar nichts mehr, bei mir ist schon dunkel. Aus dem Stream. Ja, du hast einen anderen Bildschirm meines anscheinend, auch bezüglich ganze Lichtspiele und so. Ein Hammer. Und ein Brecheisen. Wisst ihr, da hat wer ausgelootet. Wir müssen hier runter, mehr in die Base rein. Wir sind ganz oben von der Base. Wo seid ihr? Ich bin jetzt wieder vor diesem nicht, vor dem Haus. Eine Sternlampe oder sowas? Ja, warte. Muss ich jetzt extra rausrüsten, warte.
Oh, die Sonne geht unter, jetzt wird es gerade nochmal richtig hell. Wo verstecken wir uns? Ja, wir gehen nach Kamenka runter. Wir gucken nur noch schnell durch, ob wir was finden, okay. Das wird knapp. Ja, ich hätte gesagt, wir verbarrikadieren uns hier, Alter, und... Haben wir alle was in Kamenka zu dritt, oder? Zombie, oder was ist das da vorne? Da ist was, Zombie. 12 Uhr. Fuck, er hat mich. Und ich kann nicht schießen, ich weiß nicht warum. Wo ist der Markus? Hier, das wird nichts, komm, verstecken wir uns. Spielen wir mal Markus, wo bist du? Am Klo. Okay, wir gehen alle in das Haus da rein. Oh fuck. Markus, bist du auch noch drin? Warte, was ist denn hier drin? Die Tür ist offen. Explosion. Sind alle drinnen? Ja. 7,6 Munition. Irgendwer ist noch draußen, warte. Oh, danke. Ist noch jemand draußen? Nein. Das hast du gut gemacht. Ich krieg die Tür nicht zu. Bei mir lädt die Tür gerade irgendwie, ich kann, keine Ahnung, ich kann die Tür nicht zumachen. Ja, warte, noch ein Zombie. Ja, da ist ein Zombie. Danke, Penny, ich blute. Sorry. Ich blute auch. Alter! Geht die Tür nicht zu, Leute. Bei mir wird gar nicht erstmal gar nichts angezeigt. Ja, bei mir auch nicht. Ja, dann gehen wir in den Raum, wo ich bin. Da geht die Tür zu. Okay, geht nach wo? Hier nach links, oder? Hier. Ja. Benny, Markus. Seid ihr alle drin? Jo. Okay. Leben geht hoch, alles klar. Also. Leute, war ein geiles Spiel. Ja, Spaß auf jeden Fall. Wann kommt ihr morgen an? Puh, gute Frage. Also, ich bin morgen nicht on und am Freitag, ich würde sagen, wir treffen uns alle dann am Freitag im Ding unten, im Strand, Kamenka. Also, ich bin circa ab Mittag online. Ich komme gegen 12. Klar. Wir dann ungefähr alle Zeit. Also sind wir ungefähr zeitgleich auch. Ja, morgen hole ich meine Freundin ab. Am Freitag muss der arbeiten. Ab 2, also ich wäre am Freitag ab 2 wieder on. Ja, alles klar. Geht klar. Brand nicht, droppt ihn noch was. Aber wenn ihr morgen weiterspielt, guckt bitte, dass hier eine Base auf irgendeinem... Das Magazin brauche ich, ich habe keine KM, deswegen... Bitte? Ja, dort am Klo liegt einer, aber die kann man nicht aufheben. Haben wir noch einen Zombie vor der Tür? Ja, aber warte. Mach auf. Oder? Wollt ihr morgen schon gucken, dass ihr Zeit irgendwie kriegt, herbekommt? Ich geh kurz gucken. Bleib du kurz vor der Tür stehen, am Klo oder was? Ja. Unterm Heidelsit. Da liegt aber voll viel irgendwie. Hat da irgendwer was fallen lassen? Nein, das ist alles da gelegen. Ja. Aber ich würde sagen, das lohnt sich schon. Dort mal ein Absterben mal bei der Militärbasis, wo wir jetzt sind. Wir waren ja noch nicht mal ganz drin und ich konnte meine SK komplett laden. Aber irgendwie... Warte mal, oder? Das gibt's nicht. Ja, da liegt... Nein, das ist nur eine SG-5K.
War so eine SG5K. Was hat CR 75 eigentlich für ein Magazin, oder? Oh. Die Munition. Gut. Mach ich dann, räume ich dann alles morgen aus. Die Magazine und so. Gut. Was macht ihr morgen? Was habt ihr morgen so vor im DC? Gute Frage. Ihr könnt ja mal nach Novaya Petrovka hochgehen und gucken, wie stark da die Zeile dort sind. Ja. Wir überlegen dann nochmal morgen, was wir dann machen. Kann aber wir sprechen sich die morgen alle zusammen. Mit dem Dachsen und so. Durch den ganzen Umbau, was die da umgebaut haben, Zelno sah ja auch komplett anders aus. Dass es dort oben keine Zelte mehr gibt. Ja, das kann sein. Wie gesagt, wir reden sich dann morgen auch mit dem Dachsen nochmal zusammen, weil wir müssen auch wiederholen von oben irgendwo. Ja, ihr könnt mich da ein bisschen auf dem Bauch und dann über WhatsApp halten, aber spielen kann ich auch nicht. Ja, das ist kein Problem. Also Leute, haut rein. Gute Nacht, bis morgen. Ciao. Gut, ich sag mal an den Livestream, gute Nacht, das war's für heute. Ist ein bisschen raus, Alter. Brandon. Übertragung ist beendet. Ja.